Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Dr. Katharina Horton. Bevor wir anfangen, mache ich wieder den wie üblichen Soundcheck, damit ich sicherstellen kann, dass Sie mich hören können. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Okay, das klingt ganz gut. Das ist super. Okay, also, fangen wir mal an. Heute Abend, wie ich das letzte Mal versprochen habe, werden wir ganz viele Neuigkeiten und Nachrichten durchgehen, die im englischsprachigen Raum aus dem englischsprachigen Raum kommen. Ich möchte auch gleich anfangen. Bevor ich anfange, möchte ich noch den neuesten Hack eigentlich erzählen, damit ich auch einen öffentlichen Eintrag darüber mache. Man hat, wie gesagt, meinen Computer gehackt und das neueste Ding, was jetzt gemacht worden ist, das war, ich musste einen Brief schreiben, und zwar an das Amt hier in der Schweiz, und ich hatte den Brief verfasst auf Deutsch, war auch ziemlich lang, und während ich den Brief verfasst, auf einmal wurde wieder meine Maus übernommen. Das gesamte der gesamte Text fing auf einmal an, sich auf Englisch zu übersetzen, aber der Text wurde komplett ersetzt. Das heißt, das war ein brandneuer Algorithmus, der sozusagen den Text, den ich geschrieben habe, komplett ersetzte. Und zwar mit dem Google Translate, mit der Google Translate Software. Und ich musste dann halt, wie gesagt, den ganzen Brief neu schreiben, weil ich selber nicht die Möglichkeit hatte, das wieder zurückzudrehen. Und diese Google Translate Funktion, die hat man, wenn man sich eine Webseite anschaut, dann kann man sozusagen für diese URL oben aussuchen, dass man das übersetzen möchte. Aber diese Funktion gibt es eigentlich nicht, wenn man einfach nur ein Fenster editiert. Und außerdem wüsste ich nicht, wie ich das selber sozusagen machen soll. Also, was zurzeit mit meinen Computern geschieht, ist, dass die Psychopathen, die Proleten vom Geheimdienst einfach alles machen, um sich zu amüsieren. Und diese ganzen Software-Tools wurden von den Digitalgeheimdiensten wie NSA und GCHQ entwickelt, genau damit sie dann Zivilpersonen und Privatpersonen in diesem jetzigen Krieg einfach fertig machen können und verlangsamen können. Und es ist ganz, ganz wichtig, wenn ihnen solche verrückten Sachen passieren, dass sie erkennen, also es gibt bestimmte Sachen, das kann ein Softwarefehler sein, aber es gibt auch ganz bestimmte Sachen, das ist unmöglich, dass es ein Softwarefehler ist. Und diese dummen Sachen, also das gleiche Software-Tool, das gleiche Hacking-Tool, wird bei Tausenden von Leuten eingesetzt. Das heißt, wenn Sie eine Firma haben und Ihnen passiert sowas, dann ist das tatsächlich Industriesabotage. Ja, also genauso wie man Industriespionage hat, hat man auch Sabotage. Das heißt, Ihre Zeit soll verschwendet werden. Und das bedeutet, dass Sie tatsächlich von einer staatlichen Waffe angegriffen worden sind. Obwohl, also auch staatlich, ja, dazu muss ich noch dazu sagen, weder das GCHQ noch die NSA sind wirklich staatliche Organe. Das ist einfach nur eine Täuschungsfront. Dahinter stecken private Profitorganisationen, also die handeln auf Profit, auf ihren eigenen Profit selbstverständlich und die der Eigentümer, aber das sind eigentlich keine Staatsorganisationen. Das heißt aber auch, dass Sie diese privaten Firmen, die dann bei Ihnen Industriesabotage oder kommerzielle Sabotage betreiben, auch wie Privatfirmen vor Gericht zerren können. Ja. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass mehr und mehr Leute das erkennen. Wenn ein Hack zu schnell passiert und Sie das nicht aufzeichnen können, indem Sie einen Screenshot nehmen oder das mit Ihrem Handy filmen oder auf sonst irgendeine Art und Weise, dann müssen Sie bitte, bitte eine beglaubigte Zeugenaussage machen. Entweder beglaubigt oder mit Unterschrift reicht auch schon mal. Aber gewöhnen Sie sich das an, jetzt im Moment im Krieg, wenn irgendetwas passiert, dass Sie das zu Papier bringen. Datum, Uhrzeit, was genau ist passiert, was ist sozusagen, was haben Sie beobachtet, welche forensischen Anhaltspunkte haben Sie, dass es tatsächlich etwas Außergewöhnliches war oder ein Hack. Das Kriminalkartell hat tatsächlich Jahrzehnte damit verbracht, alle Leute als paranoid oder verrückt abzutun. Dieses Konzept der Paranoia existiert so nicht. Das ist ein Schwachsinn, den sie selber ausgedacht haben. Das heißt, genauso wie wir immer mehr Schizophrenie hinterfragen und so weiter, dieses Ganze, ja, das ist einfach nur ein Wort und dann haben sie ganz viel Blabla drumherum aufgebaut, aber sie müssen wissen, dass alles, was aus dieser Psychiatrie rauskommt, einfach nur, ja, Bullshit ist. Ich nenne das auf Englisch weaponized Bullshit, also, wie soll ich sagen,
in eine Waffe verwandelte, Unfug, ja. Wie das Kriminalkartell vorgeht, ist, es macht Dinge, die eigentlich kompletter Schwachsinn sind, offiziell, indem sie Frontorganisationen aufbauen, die dann ganz offiziell rüberkommen, so dass die meisten Leute sich eingeschüchtert fühlen von dem Ganzen, von den Stempeln und den Briefköpfen und diesen Titeln und die Sachen nicht hinterfragen. Aber wenn sie sich mal so einen psychiatrischen Report durchlesen, dann meistens liest sich das wie eine Geschichte, ja, die von einem Kind geschrieben wurde, ja, wie der Text, den wir damals zu Bildergeschichten schreiben mussten. Also ohne Beweise, ohne Fakten, einfach nur ein scheiß Blabla, okay? Und diese in Waffe verwandelte, ja, Scheiße wurde jetzt tatsächlich über Jahrzehnte ausgebaut auf ein großes Waffensystem. Und dieses Waffensystem nennt sich Psychiatrie. Die meisten psychiatrischen Anstalten sind eigentlich Nazi-Internierungslager, wo an Leuten experimentiert wird, Leuten das Gehirn verstümmelt wird mit Neurotoxin und wo Leute auch serienmäßig ermordet werden. Ja? Und hier in der Schweiz gab es Fälle, da hat sich die Dr. Regina Mögli über eine sehr hohe Anzahl von Selbstmorden, ja, erkundigt und wurde dann sozusagen auch heftigst angegriffen. Aber diese, wenn man das erstmal weiß und sich bewusst ist, dass diese ganzen psychiatrischen Lager als Internierungslager aufgebaut worden sind, vom ersten Tag, dass da die meisten Chefleute, die das aufgebaut haben, als Pädophile und Psychopathen und Serienmörder ausgewählt wurden vom Kartell, dann ist das Ganze nicht mehr so überraschend. So. Und diese Serienmörder, Psychopathen und Degenerierten und Sexualperverse haben sich dann sozusagen einen Spielplatz aufgebaut, wo sie dann Menschen, ja, internieren konnten und dann das machen konnten mit ihnen, was sie wollten, ja. Und das wirklich Schockierende ist, also bei diesen ganzen Psychiatern muss man mal die Heilerfolge sich mal anschauen. Wenn man einen normalen Arzt hätte, wo dann die Leute zwar dahin kommen und das Ganze wird mit Millionen bezahlt und keiner wird gesünder, dann weiß man ziemlich schnell, dass das einfach nur Schwachsinn ist. Ja, der Typ ist einfach nur ein Lügner, ein Hochstapler, ein Betrüger, ein Krimineller. Bei der Psychiatrie sind mir keine Erfolgsgeschichten bekannt. Keine. Null. Absolut null. Also was ist die Scheiße dort? Ja, das ist ein Internierungslager. Ich weiß sehr viele Leute, die dann sterben, unglaublich schnell sterben in solchen, ja, Lagern. Aber mir ist eigentlich keine Person bekannt, die da geheilt rauskommt. Also das heißt, das sind keine, das hat nichts mit Medizin zu tun und eine Heilung ist auch nicht Sinn oder Zweck. Aber so wie da keine Heilstatistiken sind oder die Statistiken gleich null sind, kann man diese Stellen schließen. Ja. So, was aber dieses große System jetzt aufgebaut hat, und das hört man eigentlich im Alltagsgebrauch ständig, ist dieses, oh, ich möchte nicht paranoid klingen, als ob Paranoia ein Ding wäre, als ob das wie eine Grippe wäre oder wie, was weiß ich, ja, wie Ebola oder so. Das ist aber keine Krankheit, paranoid. Was heißt das überhaupt, ja? Das ist einfach nur fucking Bullshit. Das heißt, was diese Leute erreicht haben, ist, dass ein Großteil der Bevölkerung mit fucking Bullshit rumläuft und das als Tagesvokabular benutzt. Und das ist echt eine Leistung, ja? So. Das ist jetzt die Welt, in die sie hineingequetscht worden sind. Und die reale Welt sieht dann so aus, dass wir eigentlich durchgehend dieses organisierte Kriminalkartell hatten mit absoluten Volldegenerierten, Vollpsychopathen, immer bei den größten Firmen und überall, wo man große Pyramidenorganisationen hat, landen die immer oben. Und das ist ein Gesetz der Systemphysik. Ja, jeder, der ruchlos ist, klettert dann schneller nach oben. Das heißt, wenn sie eine Pyramide haben, ist irgendwann die Spitze voll mit diesen Leuten. Ja? Und wenn man jetzt solche Systeme um sich herum hat, ein Symptom der Psychopathen ist pathologisches Lügen. Ja? Weil sie weder Reue kennen noch Unsicherheit. Das heißt, diese Leute lügen, ohne nervös zu werden. Und sie lügen das Blaue vom Himmel. Und wenn man das erstmal weiß, dann muss man sich fragen, okay, wenn die Leute jetzt jahrhundertelang gewütet haben mit ihren pathologischen Lügen, wo haben wir die Beweise? Und die Beweise sind die Psychiatrien. Das ist Lug und Betrug. Die Beweise sind auch die Banken.
unser Geldsystem, unser Militär und unser Geheimdienst und unsere Polizei. Mir ist keine einzige Polizeiermittlung bekannt. Keine. Null. Ich habe null Beweise für Polizeiermittlungen. Ich habe aber Stapel und Stapel und Stapel an Reports, also wirklich Berichte an die Polizei, an Anzeigen für Schwerverbrechen, für Morde, für Bedrohung, Mordversuche, Verstümmelung, Vergewaltigung, alles. Und die Polizei macht nichts. Das heißt, wenn ich mir anschaue, wir haben jetzt dieses große System Polizei und da werden Verbrechen berichtet und was rauskommt, ist nichts, dann ist die Funktion dieses Systems nicht, Verbrechen aufzuklären. Ja, ist ganz klar. Das heißt, wenn Sie ein System analysieren, dann wissen Sie anhand dessen, was das System macht oder nicht macht, wofür das System da ist. Das heißt, wenn Sie jetzt ein System haben wie die Polizei, das niemals ermittelt. Wenn Sie Polizeibeamte kennen, ich weiß nicht, ich glaube, Sie sammeln Parktickets, Sie gehen zu Schlägereien und versuchen, Leute da auseinanderzuzerren. Ab und zu gehen Sie mal zu Wohnungen und stellen dumme Fragen. Ich habe auch sehr viele Fälle, ja, die in dem Bereich fallen, wo man das Gefühl hat, die machen irgendwas, da laufen irgendwelche Ermittlungen, hinterher stellt sich raus, nein, das war einfach nur Belästigung. Die brauchten einen Grund, um dort aufzutauchen. Und ich glaube, sie sammeln Parktickets und ja, die ganzen Tickets für Schnellfahren. Aber mir ist niemals im Leben ist mir eine Polizeiermittlung untergekommen. Und das ist echt krass, denn ich ermittle nur in Kriminalfällen. Und bis jetzt hat die Polizei nicht nur nichts gelöst, sie hat nicht mal angefangen, was zu machen. Das heißt, das System Polizei, das wir heutzutage haben, das sind keine Leute, die gegen Kriminelle ermitteln. Aber wenn wir jetzt so ein System haben, wo Polizei obendrauf steht und man eigentlich darauf basiert, dass die Leute annehmen, dass sie Verbrechen klären und Verbrechen werden berichtet und die Polizei macht gar nichts, was ist das dann? Was für ein System ist das? Das ist eine Abschirmung, ja? Das heißt, sie brauchen einen Ort, wo dann die Leute, die Verbrechen bemerken oder aktiv genug sind, um sie zu berichten, aufgefangen werden und abprallen. Ja, die Polizei ist ein Schutzschild. Ein Schutzschild für das organisierte Verbrechen. Okay? Und wenn sie sich das erstmal verinnerlicht haben, dann macht auf einmal machen sehr viele Sachen Sinn. Ja. Wenn Sie jetzt zu den Polizeibeamten gehören, die tatsächlich Ermittlungen gemacht haben, dann fragen Sie sich, was für Ermittlungen haben Sie gemacht? Wie weit sind Sie gekommen? Und wenn Sie Erfolg hatten, wurde das von der Justiz abgeschmettert? Ja. Wie viele Verbrecher haben Sie tatsächlich und echte Verbrecher haben Sie wirklich verhaftet und hinter Gittern gebracht? Stellen Sie sich mal die Frage. Und ich glaube, irgendwann merken sie, dass die Anzahl dieser Leute so klein ist, auf ihre ganze Karriere betrachtet, dass sie denken müssen, wofür hat man mich denn die ganze Zeit hier beschäftigt? Ja, womit haben sie den Hauptteil ihrer Arbeit verbracht? Ja, auf Streife zu gehen, irgendwo rumzustreunen mit Papierkram? Oder haben sie tatsächlich knallhart ermittelt und haben sie gesehen, wie diese Verbrecher auch irgendwann vor Gittern gelandet sind? Ja, denn die Anzahl der Polizeibeamten, die sowas miterlebt hat, ist sehr gering. Und dafür gibt es einen Grund. Und wenn Sie zu den integren Leuten gehören, ja, es gibt in jedem System integre Leute, dann kann ich Ihnen sagen, dass Sie in einem Silo gehalten wurden, wo die ganzen anderen, ja, Ihre Kollegen und ein Großteil Ihrer Kollegen, die in den Freimaurern waren oder bestochen wurden oder für die Geheimdienste arbeiteten, ja, sich bemüht haben, sie in ihrem kleinen Silo zu lassen und was neben ihnen lief, ja, davon hatten sie keine Ahnung. Ja, sie können diese These widerlegen, wenn sie jetzt daherkommen und sie sagen, ich weiß ganz genau, was all diese Kollegen gemacht haben, ich habe diese Polizeistation geleitet, wir haben so viele Verbrecher hinter Gittern gebracht, das war unglaublich und unsere Stadt wurde sicher dadurch. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Polizeibeamten getroffen, der sowas gesagt hätte. Ich habe sehr viel von Polizeikorruption gehört,
von Justizleuten, die dann wirklich Schwerverbrecher wieder entlassen und so weiter. Und wenn das passiert, das bedeutet dann, dass ein Fall bei Ihnen nicht abgeschmettert ist, weil da ein paar integre Leute da, ja, die das durchgelassen haben, ja. Und dann kommt das nächste System, was diesen Fall abschmettern soll, und das ist die Justiz. Okay? Das heißt, in der Wirklichkeit sind alle Institutionen, die wir jetzt heute haben, in Deutschland, in der Schweiz, vor allem in der Schweiz, in England, in Frankreich, überall, das sind Systeme dieses Kriminalkartells. Okay? Alle Staatsinstitute. Woher weiß ich das so genau? Erstens, weil ich einen Haufen Beweise habe. Zweitens, weil die Systemanalyse uns das sagt, dass diese großen und besonders alten, besonders große und besonders alte Pyramidenstrukturen werden immer von Psychopathen und Kriminellen oben eingenommen. Das ist ein Gesetz der Systemphysik. Ja, das ist genauso wie Gravitation. Und so ist es. So enden dann diese Systeme. Das heißt, wenn wir Polizeistationen haben, ja, in einer Stadt oder in einem Land, ja, so ein Landeskriminalamt und sowas oder das Bundeskriminalamt. Wow, Sie können sich vorstellen, um wie viel krimineller ein Landeskriminalamt ist im Vergleich zu vielleicht einer kleinen Polizeistation in einer Gemeinde, wo jeder jeden kennt und jeder ganz genau weiß, was der Polizist macht oder nicht macht. Ja. Und dann, wenn Sie beim Bundeskriminalamt gelandet sind, ja, mit Betonung auf Kriminal, ich nenne das das Bundessehrkriminalamt, dann, ja, dann kann man das knicken. Und aus diesem Grund sind alle Opferfälle, die beim Bundeskriminalamt gemeldet worden sind, ja, und eigentlich wäre das Zuständigkeit des Bundeskriminalamts, weil diese Verbrechen auf Bundesebene passieren, nicht nur auf Landesebene und auch international durchgeführt werden. Obwohl so viele zig Fälle dort berichtet worden sind, gibt es bis jetzt, bis heute, nicht eine einzige Ermittlung vom BKA. Null. Und wenn Sie eine Ermittlung des BKAs kennen, bezüglich Energiewaffen, dieses Genozids, illegaler Implantierung oder der Benutzung von Neurotechnologiewaffen, das sind alles Massenvernichtungswaffen, okay? Energiewaffen sind Massenvernichtungswaffen, Neurotechnologiewaffen sind Massenvernichtungswaffen und die Implantate wurden in der gesamten Bevölkerung so ziemlich 100% implantiert. Und können jederzeit dazu benutzt werden, um die gesamte Bevölkerung ziemlich ruckzuck umzubringen. Okay, also in so einer Situation, dass das Bundeskriminalamt null Ermittlung hat, ja, was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Bundeskriminalamt keine Polizei ist. Das Bundeskriminalamt ist eine Front dieses organisierten Kriminalkartells. Ja, so, wenn Sie das jetzt begriffen haben, also Psychiatrien sind Fronten, Polizeistationen sind Fronten. Wenn Sie zu den ehrlichen Polizeibeamten gehören, dann schauen Sie mal um sich herum, halten Sie die Augen offen und schauen Sie Ihre eigenen Statistiken an und fangen Sie mal an zu ermitteln, was Ihre Kollegen so machen. Ja? Und das meine ich echt ernst. Also in jedem System, in der Forschung, in der Lehre, also so Schule und Unilehre und so weiter, in Krankenhäusern, bei der Polizei gibt es zwei Parallelgesellschaften. Die Integren, die eigentlich wirklich in einem kleinen Sandkasten gehalten werden, ja, und dann die Leute, die zum Kriminalkartell gehören, und denen gehört eigentlich das System. Ja. Und fragen Sie sich mal, von den Leuten, die wirklich top waren, die Sie gekannt haben, wie viele sind weit aufgestiegen? Ja. Oder hatten sie auf einmal irgendwelche Krankheiten, hatten sie auf einmal plötzlich eine Herzattacke und konnten nicht weiter aufsteigen? Oder wurde irgendjemand anderes befördert und keiner verstand wieso, weil der andere ein absoluter Vollidiot war? Und so weiter und so fort. Ja. Wenn Sie jetzt sich das genau mal Ihre gesamte Karriere anschauen, Ihre gesamte Erfahrung zusammentun und dann sich vor allem vernetzen mit anderen integren Leuten und was die aus ihren Systemen berichten, dann merken sie irgendwann mal, hoppla, die ganzen integren Leute, die hart arbeiten, die ehrlich sind, die wirklich das machen, was das System von ihnen eigentlich verlangt, die kommen immer nur bis einem gewissen Grade und dann passiert irgendwas. Entweder mit der Gesundheit, entweder ein Unfall, entweder werden sie rausgeekelt, oder sie werden einfach nicht weiter befördert und zu Tode gearbeitet.
Ja, und wie kommt es? Und daneben gibt es dann diese Parallelgesellschaft der absoluten Vollloser, die dann aus irgendeinem Grund aufsteigen. Und der Grund, wieso die aufsteigen, ist, weil das organisierte Kriminalkartell diese absoluten Vollloser haben möchte. Nicht die Integren. Denn die Integren werden irgendwann merken, dass da hoppla, oben ganz viel organisierte Kriminalität läuft. Das heißt, die Integren müssen unten gehalten werden, entfernt von der Wahrheit. Ja? So war das bis jetzt. Also bis vor kurzem wussten die Leute nicht, dass Psychiatrien eigentlich Internierungslager sind für Menschenversuche und Exterminierung. Dass Polizeistationen eigentlich nur zur Abwehr von Polizeiberichten sind, um das organisierte Kriminalkartell zu schützen. Wenn Sie mir nicht glauben, dann können Sie auch auf der, wenn Sie Englisch sprechen, können Sie auf der Seite des International Tribunal for Natural Justice, also dem Internationalen Tribunal für natürliche Rechte, schauen. Die Webadresse ist itnj.com, glaube ich, oder .org. Ich schaue mal ganz kurz, ich zeige Ihnen das mal. Also, itn.org. Und dort finden Sie den Bericht von John Wedger, der, vielleicht kann ich das hier kurz mal zeigen. und zwar, Open Cases, ich versuche mal, das Video schnell zu finden. Und vielleicht auf YouTube ist es noch schneller. Also, John Wedger war ein Polizeibeamter, und er, ITNJ, also, ich zeige Ihnen mal das Video. Hier ist es. Okay. Also, John Wedger, das ist leider auf Englisch, aber Sie können sich das trotzdem anschauen. Moment, ich teile mal ganz kurz meinen Bildschirm. Also, dieses Video. Das ist ein öffentliches Statement von John Wedger und John ohne Haar. John Wedger. Er war Polizeibeamter und er hat gegen Pädophile ermittelt. Und er hat irgendwann gemerkt, dass bei den Kinderheimen eigentlich jedes Wochenende Kinder verloren gehen oder nicht da sind und dann von irgendwelchen Pädophilen, auch von sehr reichen und sehr gut vernetzten Leuten, eigentlich benutzt werden. Ja? Und als er dann das Ganze entdeckt hat und systematisch dagegen vorgehen wollte, hat dann sein Vorgesetzter, ein sogenannter Hogan Ho, Bernard Hogan Ho, dieser Vollkriminelle hier, hat ihn abgeschmettert. Ja? Der hier. Und er meinte, du wirst diese Ermittlung sofort lassen. Ja? Das heißt, Baron, der aus ihm hat man dann einen Baron gemacht. Also in England läuft das so, je krimineller, umso weiter, umso höher gehen die Leute in der Aristokratie, ja, kaufen sich in die Aristokratie ein. Wenn jemand ein Baron ist, dann ist das schon verdammt kriminell, in meiner Erfahrung nach. Zum Beispiel, die Leiter des Außengeheimdienstes des MI6 sind Sirs, ja, Sir John Scarlet, Sir John Saws. Und dieser Typ ist ein Baron. Das heißt, er musste da echt heftig was organisiert haben für die Aristokraten-Kinder-Fick-Netzwerke, dass er so hoch gekommen ist. Und genau so ist es. Das heißt, dieser Mann hat die Ermittlung von John Wedger abgeschmettert. Und Sie können das hier direkt von John Wedger hören. Ja, leider nur auf Englisch, aber vielleicht könnte jemand... vielleicht mit Untertiteln können Sie das verstehen oder vielleicht kann jemand ein Transkript übersetzen. Aber dieser Mann sagt dann, wie er abgeschmettert wurde, wie dann die Kinder weiter misshandelt wurden, ja, und zwar mit Absicht. Und all das nur, weil der damalige Polizeichef Hogan Ho das gestoppt hat. Na, dieser Typ hat echt Karriere gemacht. Ja, deshalb nenne ich ihn ja Bernard Hogan Massive Ho. Ja. Ein absolut, also eigentlich eine Kartellhure hier. Und zum Schluss hat er eine mega Rente bekommen und ich glaube, er lebt jetzt in der Schweiz. Was für ein Zufall. Ja, also die Schweiz war das Hauptquartier dieses organisierten Verbrechens. Aber was Sie jetzt wissen müssen, ja, bei all diesen pathologischen Lügen dieser Psychopathen, ist, dass die meisten Konzepte, das meiste Basiswissen, was wir in der Schule gelernt haben, ja, außer dem 1x1, das stimmt noch immer,
Und die meisten Institutionen um uns herum sind alles nur Lug und Trug. Von Psychopathen aufgesetzt, also auf der Basis von pathologischen Lügen und Betrügen und Täuschen, also auf der Basis von Täuschung und Lügen, haben wir dann alle diese Institutionen um uns herum. Das heißt, hören Sie bitte auf, paranoid zu sagen, denn dieses Scheißkonzept gibt es nicht. Das ist Bullshit. Wir sind einfach nur Menschen. Wir werden irgendwann geboren. Wir fangen an, die Welt um uns herum zu analysieren. Wir lernen. Wir haben Vermutungen, die wir dann testen. Wir müssen alle teilweise Gefahren aus dem Weg gehen oder Sachen aus dem Weg gehen, die uns schädigen. Und einfach nur ein bisschen misstrauisch zu sein und ein bisschen auf der Hut vor Gefahr oder vor kriminellen Machenschaften zu sein, ist normal. Und nicht nur normal, es ist auch in der heutigen Welt, wie schon immer, eine verdammt gute Idee. Das heißt, wenn Sie, was wir heutzutage paranoid nennen, sind, dann haben Sie noch alle Tassen im Schrank. Ja, dann haben Sie Grips im Kopf. Ja, wenn Sie aber rumlaufen und denken und sagen, oh, ich möchte nicht paranoid sein, aber dann hat Ihnen das Kriminalkartell schon ins Gehirn gefickt. Ja, das müssen Sie echt mal verstehen. Wenn Sie sagen, oh nee, das ist schizophren, dann benutzen Sie ein Konzept, einen angeblichen Sachverhalt, den es so nicht gibt. Ja. Und wir stellen immer mehr fest, ja, je mehr Fälle ich habe, alles, was Stimmen hören betrifft, ja, Stimmen hören, es gibt keine Krankheit, es gibt kein Virus, Bacillus oder chemische Imbalance, die auf einmal einen Effekt hervorruft, wo dann plötzlich Sachen im Kopf generiert werden, die eins zu eins genau die deutsche Grammatik haben und perfekte Stimmen. Und meistens sagen die Stimmen auch solche Sachen, die Stasi damals gemacht hat, also Zersetzungsskripte. Ja, das heißt, Farbige werden dann ja mit rassistischen Sachen beschimpft, Homosexuelle mit homosexuell feindlichen Aussagen und Frauen mit der üblichen Frauenfeindlichkeit. Das heißt, diese Leute laufen herum und sie haben dann diese Stimmen im Kopf mit perfekter Grammatik. Und das Interessante bei dieser Krankheit, Schizophrenie mit Stimmenhören und so weiter, ist, dass die Leute in Spanien, bei denen verursacht die Krankheit Spanisch und dann bei den Engländern Englisch und bei den Deutschen Deutsch. Das ist doch fucking crazy, oder? Also ist das keine Krankheit. Also wenn man 10 Sekunden drüber nachdenkt, dann merkt man, oh, das kann ja keine Krankheit sein. Also was ist es? Und es stellt sich heraus, dass bei all diesen Leuten der scheiß Geheimdienst Militärtechnologie eingebaut hat. Und zwar Technik, die man heutzutage Cochlear Implants, also Hörgeräte nennt, diese ganz neuen, ganz teuren, super Hörgeräte. Und all die Jahre der Geheimdienst einfach nur Scheiße gelabert hat in ein Mikrofon. Und auf einmal macht alles Sinn. Auf einmal versteht man, wie man Stimmen hören kann. Wieso diese Stimmen eigentlich genau in der Sprache reden, die man spricht, ja, weil das der lokale Geheimdienst war, und wieso diese Stimmen eigentlich durchgehend nur Müll labern. Boom! Auf einmal ist alles klar. Und wenn man das erstmal weiß, dann findet man auch diese kleinen Hörgeräte. Ein paar Leute haben hier so einen kleinen Hubbel, der auf einmal aufgetaucht ist. Andere Leute haben kleine Lasernarben hinten im Ohr, da wurden früher die Antennen reingesetzt. Ja, die Empfangsantennen, glaube ich, so wie ich das sehe. Und andere Leute haben dann so kleine Metallplättchen hier auf dem Knochen und so weiter, ja, die man auf den Scans sehen kann. Und auf einmal haben wir das alles verstanden. Aber bis dahin, wie kommt es, dass diese angeblichen Ärzte, Pseudoärzte, Psychiater niemals darauf gekommen sind? Hey, Moment mal, ja, das Gehirn hat eine bestimmte Chemie. Und wie kann da was schieflaufen, genetisch oder chemisch oder wie auch immer, ja, durch ein Virus, dass da auf einmal perfekte Stimmen mit der modernsten deutschen Grammatik dabei rauskommen? Boah, ey, wie geht das denn?
Aber der Grund, wieso all diese Pseudomediziner, Pseudoärzte, Psychiater nie darauf gekommen sind, ja, so dumm können nicht mal Psychiater sein für mehrere Jahrzehnte, das ist, weil die alle so ausgesucht worden sind, dass sie nicht darauf kommen sollen, ja, weil sie einfach nur in einem Kriminalsystem arbeiten und die Leute ganz oben das auch wissen. Das heißt, man wird nicht Direktor so einer Anstalt, ohne entweder bei den Freimaurern gewesen zu sein oder der Papa war in den Freimaurern oder man selber wurde dann kontaktiert und steckt damit drinne. Ja, so, okay, das war jetzt ein großer Schwenker, aber es ist sehr, sehr wichtig, sehr, 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 sehr wichtig. Das heißt, wenn ich diese ganzen Nachrichten präsentiere, ja, dann müssen Sie immer denken, okay, wenn das ein besonders altes System ist, ja, wie zum Beispiel unsere Regierung oder die Banken oder ein sehr altes Krankenhaus oder und so weiter, wenn das sehr alt ist oder sehr groß, wie zum Beispiel die Firma Apple, ja, oder Google, dann sind oben immer Kriminelle und Psychopathen, laut der Gesetze der Systemphysik. Okay, und dann müssen Sie sich fragen, was würden diese Psychopathen veranstalten? Wie können sie dieses System benutzen, damit sie anderen Leuten Schaden anrichten? Denn das macht den Psychopathen unglaublich viel Spaß. Und wie können sie, das ist auch eine psychopathische Eigenschaft, wie können sie mit diesem System irgendwie Kontrolle über jemanden anderen bekommen und diese andere Person in ein Objekt und in ein Eigentumsobjekt verwandeln? Denn das ist ultimativ der Anreiz für die Psychopathen. Ja, also für eine psychopathische Person sind Sie und ich genauso wie ein Toaster oder ein Auto, ein Objekt. Man kann uns entweder benutzen und wenn man uns nicht benutzen kann, dann braucht man uns nicht. Das ist die psychopathische Philosophie. Ja, das heißt, Sie als gesunder Mensch, wenn Sie nicht psychopathisch sind, dann haben Sie emotionale Bindung zu anderen Personen und können das aufbauen. Und für Sie sind Personen fundamental anders als ja, Objekte. Sie können zu Tieren eine emotionale Verbindung haben, zu anderen Menschen, zu ihren Eltern, zu ihren Kollegen, zu ihren Ehepartnern. Bei Psychopathen ist das nicht so. Psychopathen kennen sich selber und lieben sich selber und alles um sie herum ist eigentlich ein Objekt. Und sie haben Objekte, sie haben sich bewegende Objekte und sie haben redende Objekte. Und das war's. Und wenn Sie dieses Modell im Kopf haben, dann macht alles sehr viel mehr Sinn. Sie müssen, um unsere Systeme heutzutage zu verstehen, so denken wie ein Psychopath. Ich sage nicht, dass Sie so handeln sollen wie ein Psychopath, aber wenn Sie das verstehen wollen, dann müssen Sie denken wie ein Psychopath. Okay, gut. Also fangen wir wieder vom Anfang an. Also sowas wie Paranoia, wenn wir alle jetzt rumlaufen und Sachen sagen wie, oh, ich möchte nicht paranoid klingen, aber, ja, oder Sachen sagen wie, oh, das ist jetzt aber sehr schizophren. Ja, was dann mit ihnen gemacht worden ist, ist, dass ein Psychopath ein System aufbauen wollte, wo er sich ausleben kann. Das heißt, er wollte Objekte an sich reißen, und mit Objekten meine ich jetzt Personen. Und er wollte eigentlich einen Sandkasten haben, wo er diese Person, diese Objekte in seiner Welt als Eigentum benutzen kann. Das heißt, mit denen machen kann, was er will. Und meistens ist das ein Er, nicht immer. Aber so wie ich das verstanden habe, sind männliche Psychopathen häufiger als weibliche Psychopathen. Aber es gibt auch genug weibliche. So, das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, okay, die Psychiatrie ist eigentlich perfekt, oder? Denn da kann man die Leute einbuchten, die Verwandten kommen da nicht mehr ran. Das heißt, man hat dann Eigentum über diese Körper, über diese Objekte und man kann machen, was man will. Das ist eigentlich ein Psychopathenparadies. Aber es gibt auch andere Psychopathenparadiese, wie zum Beispiel die Kinderheime oder die Altersheime. Oder auch die Krankenhäuser. Wenn die Leute da hilflos rumliegen,
dann hat man wieder Kontrolle über die Objekte. Und ich denke im normalen Leben nicht wie ein Psychopath. Das heißt, für mich sind das Menschen selbstverständlich. Aber für die Psychopathen sind das Objekte. Okay? Das heißt, wenn Sie sich mal diese Denkweise antrainieren, dann können Sie morgen, wenn Sie aufstehen, wenn Sie zur Arbeit fahren, sich all die Systeme mal anschauen, an denen Sie vorbeifahren. Sie werden dann an Banken vorbeifahren, ja, an Arztpraxen. Arztpraxen sind unterschiedlich. Wenn das eine kleine Arztpraxis ist, dann hat man noch die Chance, da mit normalen Menschen zu tun zu haben, weil sie meistens klein sind und relativ jung. Also ab und zu werden die Arztpraxen übergeben, aber dann hat man ein neues Team. Das heißt, individuelle kleine Sachen können nicht so psychopathisch werden wie große Pyramidenorganisationen. Aber wenn Sie jetzt an diesen großen Banken vorbeifahren, dann können Sie schon mal überlegen, in der lokalen Filiale haben Sie ein kleines Team. Ja, das ist keine 200 Jahre alt, sondern die Leute arbeiten vielleicht seit 4, 5 Jahren dort. Aber wenn Sie nach oben gehen, in der Chefetage, sind diese Banken meistens sehr alt und auch sehr, sehr groß. Das heißt, dort haben Sie es mit absoluten Psychopathen zu tun. Ja, und so weiter. Aber dann auch Sachen wie zum Beispiel, wenn Sie an einer Radarfalle vorbeifahren, ja, vorbeifahren und vielleicht geblitzt werden, dann können Sie mal überlegen, okay, ist das ein System, was eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, psychopathisch zu werden oder kriminell zu werden? Und wenn Sie mal kurz drüber nachdenken, dann wissen Sie, okay, ja, schon, denn bei diesen ganzen Radaranlagen gibt es eigentlich relativ wenig Kontrolle darüber. Ja, es wird auch bei Firmen ausgelagert. Also Firmen machen das, nicht immer die Polizei, nicht in allen Ländern. Ja, und es gibt wenig Kontrolle und man kann auf einmal nicht die Objekte, also die Menschen an sich reißen, aber deren Geld. Das heißt, da ist das Potenzial für Kriminalität unglaublich hoch. Okay, so. Gut, das wollte ich Ihnen kurz sagen, ja, damit Sie mal diese ganzen Konzepte im Kopf haben. Und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit damit am Anfang, bevor wir dann anfangen, wirklich ins Detail zu steigen, weil ich immer mehr merke, dass ich, dass die Leute um mich herum nicht so denken wie ich. Das heißt, sie denken nicht in System, sie denken nicht, ja, wie das System funktioniert. Und sie laufen eigentlich mit falschen Modellen im Kopf herum. Und aus der Physik kenne ich dieses Phänomen, wenn man das mit dem falschen Modell anfängt, dann machen die Ergebnisse keinen Sinn mehr. Das heißt, wenn man aber das richtige Modell benutzt, dann ist auf einmal alles so offensichtlich. Dann ist alles so einfach und dann ist auch die Lösung so einfach. Das heißt, man weiß, was man dagegen tun muss. Okay? So, ich hoffe, diese Einleitung, die ist zwar sehr lang geworden, aber ich hoffe, das hilft. Also, Psychiatrien, Internierungslager, Polizei zum Abschmettern von Fällen. Wenn Sie zu den ehrlichen Polizeibeamten gehören, dann hat man Sie wahrscheinlich Ihre ganze gesamte Karriere lang verarscht. Und die Justiz, die zweite, das zweite Level, entweder schmettert man die Fälle dort ab, oder man benutzt auch die Justiz, um wirklich an Geld heranzukommen. Das heißt, ein sogenanntes Asset Stripping. Ja, das heißt, dieses Kriminalkartell benutzt dann die Gerichtsgebühren und diese großen Gerichtskosten dazu, um Geld aus ihrer Tasche oder aus der Tasche der Opfer in das System zu konvertieren. Ja, deshalb sind die Anwälte auch sehr oft in diesem Kartell, die Richter und so weiter. So, und diese Systeme funktionieren schon seit Anfang an eigentlich wie ein Filter. Das heißt, wenn eine normale Person dieses System benutzt, dann ist das System meistens gegen diese Person gerichtet. Wenn es aber ein Mitglied des Kartells ist, dann lässt man diese Person durch oder das System funktioniert wirklich, wie es soll. Sprich, wenn jetzt ein Freimaurer an die Justiz geht, dann bekommt er Recht. Ja, dass so ein Fall hat zum Beispiel Gerhard Ulrich dokumentiert im Detail. Und die Person, die nicht zu den Freimaurern gehört, sie kann auch so super Beweise haben, dass der Freimaurer kriminell gehandelt hat, wird dann von der Justiz abgeschmettert. Und genau das ist passiert. Ja, das genau darum ging eigentlich der Fall von Gerhard Ulrich, der dann das Opfer verteidigt hat und dann selber angegriffen wurde von dieser Justiz. Diesen Sachverhalt kann man mit dem normalen Modell, das man eigentlich so im Kopf mit sich rumführt, nicht erklären. Das kann man sich nur erklären, wenn man merkt, hoppla,
Die Justiz in der Schweiz gehört dem Kriminalsystem, dem Kriminalkartell. Das heißt, die Richter sind Mitglieder eines Kriminalnetzwerks. Und wieder gibt es Richter, die nicht kriminell sind, aber die werden verarscht. Das heißt, denen gibt man dann Fälle, die dann entweder nicht zählen, aber man sorgt dafür, dass die echt verdammt kriminellen Richter dort auf der Bank sitzen für die Fälle, die dann für das Kartell wichtig ist. Ja. So, okay, große Einführung. Ja, bitte, bitte, bitte haben Sie immer diese Modelle im Kopf. Und jetzt geht's mal an die Links. Okay, jetzt versuche ich das mal zack, zack, zack durchzuarbeiten. Okay, also fangen wir an. Den ersten Link, den ich Ihnen zeigen wollte, das sind jetzt alles Nachrichten aus dem englischsprachigen Raum. So, Moment, ich muss erstmal auch noch ganz kurz schauen, ob der Chat noch funktioniert. Einen Augenblick bitte, weil ich hier eigentlich die Übersicht verloren habe. Okay, so, ich hoffe, Sie hören mich noch. Ich versuche gerade, das zu finden. Hier. Okay. Okay, so, ich glaube, Sie hören noch zu. Ist das Audio noch? Okay, gut, das Audio läuft auch noch sehr schön. Okay, Chat, okay, super. Also, dann fangen wir jetzt mal an. Und zwar die Sachen, die ich auf der englischen Show präsentiert habe, das war ein Haufen an Links. Das erste, das zeige ich Ihnen jetzt noch mal kurz, so als zum Auffrischen. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, wie die NATO für die ganzen Satellitenangriffe zuständig ist. Erinnern Sie sich noch? Und ich habe auch noch den deutschen Opfern gesagt, dass wenn sie mit Satellitenwaffen beschossen werden, also nachts zum Beispiel diese Pulsed Energy Projectiles, diese gepulsten Schüsse haben, die dann ihre Gliedmaßen zum Zucken bringen, ja, aber wirklich heftig. Und dass sie dann auch durch den Kopf geschossen werden oder wenn sie Aluminium aufhängen, dann hören sie diese Schüsse. Dafür, wenn sie zeigen können, dass es nicht von ihren Nachbarn kommt, das kann nämlich auch von Nachbarn kommen. Wenn es aber von oben kommt, dann sind das Satellitenwaffen. Dafür ist diese NATO, dieses NATO Allied Air Command zuständig. Und die Typen, die sie verklagen müssen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen, sind diese Leute und deren Verein. Ja? Also ein Ami, ein Engländer und ein Deutscher. Ja, okay. Und es ist ganz wichtig, dass sie diesen Leuten eine Bitte um Unterlassung schicken und diese Bitte um Unterlassung auch ausdrucken und dann für ihren Gerichtsfall aufheben. Okay? Sorry, ich musste noch ganz kurz was trinken. Also, das ist jetzt Link Nummer 1. So, der zweite Punkt ist jetzt. Genau. Ich wollte dann die deutschen Opfer nochmal daran erinnern, dass ich eine internationale Sammlung von beglaubigten Zeugenaussagen gestartet habe. Die finden Sie auf meiner Webseite, Stopp 007. Aber leider ist sie im Moment immer noch nur auf Englisch zu haben, also zum Ausfüllen. Das wird sich bald ändern, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ich habe im Moment nicht die Zeit, das zu übersetzen. Ich wollte das schon seit Monaten machen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Aber was wir jetzt schon haben, und das können Sie auch benutzen, wenn Sie Englisch nicht so gut verstehen, wir haben jetzt bereits 15 Aussagen hier. Ups, das ist hier meine Webseite, also stopp007.org. Und Sie finden die Schablone für die beglaubigten Zeugenaussagen im ersten Link und die Aussagen, die zurückgeschickt wurden von Opfern, im zweiten Link hier. Okay, wenn Sie auf diesen zweiten Link klicken, dann kommen Sie hier an. Ich habe mittlerweile 8 Aussagen aus den USA, 2 aus Kanada, 2 aus England und dann Belgien, Russland und Japan einmal. Also insgesamt 7 Männer und 8 Frauen, die sich hier geäußert haben. Das sind hier die Aussagen, die können Sie gerne herunterladen. Und wenn Sie so eine Aussage sich anschauen, dann sehen Sie hier auf der ersten Seite, wie viele verschiedene Angriffstypen, ja, zutreffen. Hier zum Beispiel, diese Person wurde mit Energiewaffen angegriffen, ja, in mehreren
Orten. Ja, sie wurde auch mit Pathogen oder Giften angegriffen, wird von Implantaten gefoltert und mit Neurotechnologie angegriffen, hat auch Voice to Skull. Ich glaube, das ist eine Dame, ihr wurden auch Filme gezeigt über die Augenimplantate und so weiter. Ja, das heißt, das ist ein heftiger Fall, absolut heftig. Das sehen Sie hier anhand der Kreuze. Und was Sie dann machen können, ist, wenn Sie sich zum Beispiel für Energiewaffenangriffe interessieren, das sind diese Directed Energy Weapons, dann können Sie sich hier den Abschnitt 28 und 29 anschauen. Und Sie müssen eigentlich die Übersetzung nur für ein paar Worte machen mit dem Google Translate. Das heißt, wenn wir jetzt den Abschnitt 28 uns anschauen, das ist hier, wo fängt das an? Okay. Dann können Sie jetzt anschauen, was hier alles zutrifft. Ja, und diese Person wird zum Beispiel von Pulsed Energy Projectiles beschossen. Und wenn Sie sich nur diese paar Wörter hier übersetzen lassen, dann können Sie das verstehen. Und Sie können diese Aussage benutzen, um dann wirklich Ihren eigenen Fall zu unterstützen. Ja, und diese Person wird zum Beispiel schon seit 3 Jahren mit diesen Waffen angegriffen. Okay, ich wollte Ihnen das sagen, es tut mir echt leid, dass ich das nicht auf Deutsch habe bis jetzt, aber wenn Sie das einmal, die paar Wörter hier übersetzen, und so viele sind das echt nicht, Sie müssen das nur einmal machen und dann verstehen Sie sofort jeden der 15 Zeugenaussagen hier, okay? Das heißt, ich wollte Ihnen das mal sagen, dass... Was ich aber wirklich überraschend finde, ist, dass ich bis jetzt noch keine einzige Aussage aus Deutschland habe. Okay, also gut, da gibt es zwar die Sprachbarriere, aber sehr viele Opfer können Englisch verstehen. Das heißt, da hätte ich gerne mehr Aussagen. Ein paar, ich glaube, 1 oder 2 Aussagen sind in Bearbeitung. Aber die Leute, die Englisch verstehen, sollten wirklich in die Gänge kommen und diese Sachen ausfüllen. Denn wenn Sie sich mal überlegen, ja, wir müssen irgendetwas dagegen tun. Diese Leute hören nicht von alleine auf. Und Sie müssen sich wirklich hinsetzen und überlegen, wie erwarten Sie, dass diese Kriminalität gestoppt wird? Jetzt, wo Sie wissen, dass die Polizei eigentlich nur zum Abschmettern von Fällen da ist, um das Kriminalkartell zu schützen. Die Justiz ist da eigentlich auch, steckt im Kriminalkartell drinne. So, und das Militär sowieso. Das Militär ist das, was diese ganzen Angriffe eigentlich macht, ja. Und der Geheimdienst. Also, was genau hatten Sie vor, dass man für Sie macht oder dass Sie machen werden, um diese Sachen zu stoppen? Ja, das müssen Sie sich fragen. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass man die Polizei gleich knicken kann. Erstens haben die meisten Polizeibeamten keine, wie soll ich sagen, besonders hohe akademische Ausbildung. Das heißt, wenn man da mit Waffentechnologie kommt oder mit Implantaten und Neurotechnologie, dann sind die Leute sehr schnell irgendwann, ja, am Ende mit ihrem Latein. Aber im Gegenzug haben die Richter eine relativ hohe Ausbildung. Und man erwartet von ihnen auch, dass sie durch sehr komplexe Fälle durchsteigen können. Ja, das heißt, da sind die Erwartungen unglaublich hoch. Und deshalb habe ich persönlich entschlossen, dass ich als allererstes das Gerichtssystem in Angriff nehmen werde und versuchen werde, also positiven Druck durch Öffentlichkeitsarbeit auf die Richter auszuüben, damit sie das Justizsystem wirklich in die Gänge bringen, damit man diese Kriminalität stoppt. Okay, deshalb gebe ich mich mit der Justiz ab, obwohl ich ganz genau weiß, dass sie korrupt ist. Okay, aber was mich echt zur Verzweiflung bringt, das sind zigtausend E-Mails und Nachrichten von Opfern, auch aus dem deutschsprachigen Bereich, wo ich überhaupt nicht erkennen kann, was diese Leute eigentlich geplant hatten, um ihr Leben zu retten. Okay, wir wissen, es ist ein Genozid. Ja, diese ganze Kriminalität geht vonstatten. Aber was genau, Leute, was genau hattet ihr vor, dass ihr machen werdet, um euch zu schützen? Und ich kann euch sagen, meine Erfahrung ist, dass nicht mal 15 Lagen Metall stark genug sind, um diese verdammten Pulsed Energy Projectiles abzublocken. Das heißt, wie genau hattet ihr vor,
euch und eure Familie zu schützen. Denn wenn ihr angegriffen werdet, jetzt im Moment, bedeutet das, ihr steht auf der Abschussliste. Ihr sollt in den nächsten 6 Jahren ermordet werden. Okay? Also, das ist so mein Aufruf an die ganzen deutschen Opfer. Bitte, bitte, bitte setzt euch dran. Entweder fangt ihr an, dieses Affidavit zu übersetzen auf Deutsch, da könnte ich auch Hilfe gebrauchen, oder die Leute von euch, die Englisch sprechen, müssen jetzt mal echt in die Gänge kommen und das mal ausfüllen. Ja, und ihr braucht eine Strategie, wie ihr bei der deutschen Justiz durchkommen möchtet. Ihr müsst euch zusammensetzen und wirklich mit einer Kampagne, einer gezielten Kampagne an die Justiz herangehen. Okay? Das ist ganz wichtig und es geht wirklich auf die Zeit. Ja, und die ganzen Leute, die vielleicht zuhören und Journalisten sind oder irgendwelche anderen Berufe haben oder Talente oder Möglichkeiten, ihr müsst auch überlegen, wie ihr den Opfern hilft, entweder direkt oder indirekt, entweder verdeckt und offen oder auch oder entweder offen und mit Namen oder vielleicht verdeckt, vielleicht steckt ihr in einem System drinne, wo ihr selber vielleicht nicht die Möglichkeit habt, selber aktiv und offen den Opfern zu helfen. Aber es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie Angestellte und Leute in der Behörde und in der Polizei verdeckt den Opfern helfen können. Verdammt viele. Ja? Und irgendwann müsst ihr alle lernen, dass ihr das System seid. Das heißt, das System wird das machen, was ihr macht. Wenn euch irgendeine Scheiße nicht gefällt, dann müsst ihr diese Störfaktoren eliminieren aus dem System. Damit meine ich nicht umbringen, so wie die Geheimdienstler das machen, sondern entweder die Leute feuern lassen oder sie wirklich mit Beschwerden aus dem System rausekeln. Ja, und nicht die guten rausekeln, sondern diese Vollpsychopathen. Sie müssen sich tatsächlich gegen diese Psychopathen verbünden und nur in der Gruppe können sie einen Psychopathen entfernen. Ja, aber ich möchte mal viel mehr Lösungsansätze aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sehen, weil ich im Moment eigentlich nichts habe, womit ich arbeiten kann. Und alleine kann ich den Kram nicht schmeißen. Ganz ehrlich, ja. Das heißt, bitte, 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 kommen Sie in die Gänge, ja, und benutzen Sie diese Zeugenaussagen, laden Sie sie runter, lesen Sie sie durch, verstehen Sie und begreifen Sie, was Sie alles mit diesen Zeugenaussagen machen können. Ich bin die 15 Zeugenaussagen durchgegangen und ich kann schon anhand dieser 15 unabhängigen, komplett unabhängigen Zeugenaussagen schon beweisen, dass eigentlich keiner Unterstützung von Anwälten bekommen kann, absolut keiner Unterstützung von den Polizeibeamten bekommt, ja, oder den Polizeiangestellten heutzutage. Null. Das heißt, ich kann schon beweisen, dass das kein Zufall ist, sondern das System das so eingestellt hat, dass keiner einen Anwalt bekommen kann. Keiner. Und ich habe vor kurzem die Aussage eines Opfers bekommen, der gesagt hat, sein Anwalt hat ihm wirklich klipp und klar gesagt, dass man den Anwälten gesagt hat, dass sie diese Opferfälle nicht annehmen dürfen. Ja, also genauso wie in der Nazi-Zeit. Keine Juden verteidigen, ja, weil die umgebracht werden sollen. Genauso ist es jetzt. Keine Genozidopfer oder Beschussopfer verteidigen, denn die sollen umgebracht werden. Genau eins zu eins dasselbe Programm, Leute. Ja. Aber jetzt können Sie an die Justiz und sagen, hey, hier läuft ein Nazi-Programm in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich. Okay? Aber ihr müsst jetzt in die Gänge kommen in 2019. Okay? Ganz, ganz, ganz wichtig. Ich möchte mal ein paar Strategien hören. Ich möchte mal von Gruppen hören, die sich gefunden haben und die jetzt tatsächlich an ihren Gerichtsklagen arbeiten und Strategien dafür haben, ob sie Klassenklagen machen oder einzeln gehen, wie sich gegenseitig unterstützen. Ihr müsst eure Ergebnisse oder, Verzeihung, die Beweise vergleichen. Ihr müsst alle anfangen, den gleichen Standard von Beweisen zu generieren. Und ihr müsst das jetzt machen, Leute, okay? Was garantiert nicht passieren wird oder passieren kann, ist, dass ich für euch die Probleme löse, irgendein zauberhaften Gerichtsfall haben werde, der dann alle Probleme in Deutschland löst, obwohl ich eigentlich in England klage. Ja, das geht nicht.
Das heißt, ihr müsst jetzt in die Gänge kommen. Ja? Jetzt, ihr in Deutschland, in den 16 Bundesländern, bräucht ihr mindestens 16 Gerichtsklagen. Und es gibt so viele deutsche Opfer, das solltet ihr eigentlich auf die Beine stellen können. Ihr müsst auch lernen, wie ihr gegen diese verdammten Infiltratoren und Geheimdienstärsche angehen werdet, wenn die dann ankommen und versuchen, eure Gerichtsklagen zu subvertieren oder eure Gruppen zu subvertieren. Ja, und ich sage das als jemand, bei dem eine Gruppe auch kataklysmisch zerstört wurde, ja, und sehr viele Projekte zerstört worden sind von einer Person. Okay, sorry. Ich predige zu viel, aber ich brauche mehr Unterstützung aus Deutschland. Und ihr seid so ein großes Land, ihr solltet jetzt wirklich mal irgendwas auf die Beine stellen. Okay, so, jetzt aber im Schweinsgalopp durch die ganzen Links, die ich euch erklären, zeigen wollte. Und zwar eine ganz wichtige Sache. Ich zeige euch mal diesen Artikel und ich übersetze das auch gleich. Das ist eigentlich ein sehr wichtiger Artikel. Und die Engländer haben irgendwann angefangen, die Geheimdienstleiter eigentlich öffentlich zu präsentieren mit Namen und so weiter. Das heißt, okay, ich sehe gerade, okay, zum Beispiel, okay, so, ich sehe gerade die ganzen Berichte im Chat und wenn ich dann diese Fälle sehe, wie zum Beispiel dieser Angriff, wo man jemanden fast überfährt, ihr müsst anfangen, eure Gerichtsklagen zusammenzustellen. Ja, man wird euch nochmal versuchen zu überfahren. Okay, sorry, ich sehe gerade einen Perp, den muss ich mal kurz blocken hier, den Tim Eichelberger, das ist echt so, so saublöd. Aber ihr könnt euch mal anschauen, was der Verfassungsschutz und der BND für absolute Vollpfosten hier anheuert, um uns dann zu stören. Egal. Also. Okay, jemand fragt, welcher prozentuale Anteil der deutschen Landsleute ist gegen die Welt gerichtet? Wie meintet ihr gegen die, meinen Sie gegen die Welt gerichtet? Also gegen die anderen Deutschen gerichtet? Zum Beispiel in der DDR waren, ich glaube, eine von 6 Personen waren in diesem Spitzelnetzwerk drin und die DDR hatte vergleichsweise nicht so viel Geld. Das heißt, dieses neue Kriminal, diese neue Inkarnation desselben Kriminalkartells hat sehr viel mehr Kohle. Das heißt, mindestens 1 in 6 Personen ist wahrscheinlich involviert. Okay, das heißt, wenn Sie in einem Wohnhaus wohnen, wo dann 8 Parteien sind, dann ja, seien Sie nicht überrascht, wenn Sie dann irgendein Stasi-Pärchen bei sich im Wohnblock haben. Okay, so. Das ist einfach die Statistik. Okay, gut, jetzt aber. Ich habe Ihnen eigentlich versprochen, hier nicht da zu predigen, sondern Ihnen die ganzen News zu zeigen. Was jetzt wirklich interessant ist, okay, das ist der angebliche Tod des Sohns des MI6-Leiters, okay? Und der MI5 und der MI6 waren sehr lange streng geheim und man wusste nicht mal, wer der Leiter ist. Und irgendwann wurde, glaube ich, Sir John Scarlett entblößt, weil er in irgendeinem Flughafen fotografiert wurde, wo er gerade nach Hause kam. Und er wurde mit Namen identifiziert und dann ist das Ganze eigentlich explodiert. Und heutzutage sind die Geheimdienstchefs mit Namen bekannt. Na, so soll es auch sein, als gottverdammte Staatsbeamte angeblich. Eigentlich sind sie Leiter einer Privatfirma, aber ja, die Front ist immer noch, es ist eine Staatsbehörde. Okay, aber jetzt geht das eigentlich immer weiter. Irgendwann haben, ich glaube, das war die angeblich die Familie von Sir John Sawers, die dann auf Facebook irgendwas eingestellt hat. Das heißt, seine Familie wurde identifiziert. Das wurde dann ganz schnell von Facebook runtergelöscht. Das konnte ich eigentlich nicht wirklich glauben, ja, dass das wirklich so passiert ist, aber was auch immer. Okay, aber jetzt kommt das neueste Ding, ja, und zwar der jetzige MI6-Leiter, Alex Younger. Und den Alex Younger, der sieht so aus, Leiter des Geheimdienstes, der Mann hier, ja, der Mann, der eigentlich für meinen dafür verantwortlich ist, dass ich hier in einem brutalen Menschenhandel als Folter- und Verstümmelungssklavin verkauft wurde an sämtliche europäische Länder und die USA, ja, also dieser
Menschenhändler hier. Sein Sohn ist angeblich umgekommen bei einem Autounfall auf einem schottischen Landgut. Okay, das erste Mal, wo ich diesen Titel gelesen habe, dachte ich, oha, hat man ihn vielleicht rituell ermordet? Das passiert meistens mit dem erstgeborenen Kind zum Beispiel. Finde ich auch sehr merkwürdig, dass Sir John Scarlets erstes Kind im Babyalter verstarb. Das für mich deutet das normalerweise auf rituellen Mord hin. Und erst wenn man sozusagen das Erstgeborene rituell opfert, kann man dann im Kartell aufsteigen. So ist das traditionell. Okay. Also das erste Mal dachte ich, okay, hoppla, hat man den hier umgelegt. Aber irgendwas hat hier nicht gestimmt. Das heißt, mir kam schon das Bild sehr merkwürdig vor, der Gesichtsausdruck. Und auch, dass der junge Mann relativ alt ist. Das heißt, er ist schon volljährig und er ist kein Kind. Das heißt, für eine rituelle Opferung ist er ein bisschen zu alt, meines Erachtens. Und was dann passiert ist, als ich diesen Artikel las, ist mir aufgefallen, dass er am 1. April 2019 veröffentlicht wurde. Das heißt, am Tag der April-Scherze. Ja? Und dann dachte ich, okay, Moment mal, wenn der Sohn tatsächlich umgekommen wäre und das ist der Sohn des MI6-Leiters, dann wäre das niemals, niemals am 1. April veröffentlicht worden, allein schon aus Takt. Ja? Das heißt, das ist fucking Bullshit hier. Okay? Der Typ ist nicht umgekommen. Und ich dachte auch, wenn tatsächlich der junge Mann umgekommen wäre, dann würde das MI6 mindestens einen Krieg irgendwo anzetteln. Ja? Die würden so eine Situation nicht unausgenutzt lassen, um dann nicht irgendwie aggressiv gegen irgendjemanden vorzugehen. Also, machen Sie sich keine Sorgen, der junge Mann ist wohlauf. Das ist ein April-Scherz, aber wieso zieht dann das MI6 so einen April-Scherz ab? Ist das nicht irgendwie makaber? Und die Sache ist, makaber deutet eigentlich immer auf das Kriminalkartell hin, weil die relativ grotesk sind, weil das psychopathische Serienmörder sind. Hier ist der Papa. Und dann dachte ich, okay, dann sollten wir jetzt mal überlegen, was das Ganze hier eigentlich sollte. Das ist hier die Uni, Dulwich College, wo der junge Mann war. Und diese Fotos zeigen ihn in sportlichen Aktivitäten. Das heißt, der junge Mann ist sehr, sehr sportlich. Und ja. Jetzt überlegen wir mal, fällt Ihnen hier irgendetwas bei diesem Foto auf, wenn ich das vielleicht vergrößere? Sie sehen hier zum Beispiel diese Bergregion hinten und ich kann Ihnen sagen, das ist nicht Schottland. Okay? Das heißt, dieser Mann ist irgendwo nicht in Schottland. Allein schon deshalb, weil es sonnig ist und jeder weiß, in Schottland regnet es die ganze Zeit. So, Spaß beiseite. Das hier sieht aus wie zum Beispiel Afghanistan oder woanders. Ja, und wenn man sich fragt, wo könnte das sein, gibt es einen Tipp dafür hier vorne. Das sind nämlich tibetische Gebetsfarben. Das heißt Tibet oder zumindest Himalaya. Ja, okay. Dann, was Ihnen auffallen sollte, und wie gesagt, jedes Mal, wenn Sie ein Kartellbild untersuchen, sind meistens die ersten Anhaltspunkte auf der rechten Seite. Also Sie nehmen das Bild, Sie teilen das in zwei in der Mitte und schauen sich die rechte Seite an. Und Sie sehen schon, hier auf der rechten Seite sehen Sie dann die Berge, Sie sehen dieses Motorrad, Sie sehen die tibetischen Flaggen, dann irgendein Helm und Sie sehen auch zwei Helme hier. Ja, okay, also die Helme sind vielleicht ganz wichtig. Oder der Kopf, ja. Und dann sehen Sie hier Avenger, Rächer auf Englisch, Avenger, sehr prominent, okay, gut. Das heißt, das hat irgendwas mit dem Himalaya zu tun, mit Tibet, ja, irgendwas mit Kopf, Bedeckungen und mit Rache, okay, gut. Dann schauen wir uns jetzt mal die linke Seite an. Wir sehen einen jungen Mann, der eine Grimasse zieht. Sie sehen, dass er ein rot-weißes Hemd um den Nacken hat hier. Und rot und weiß sind die Farben der Schweiz aus dem Grund, weil die Tempelritter, also die Kreuzritter, hier stationiert sind. Ja?
wie Sean Ross uns gesagt hat und uns erklärt hat, wurde die Schweiz gegründet, nachdem die Kreuzritter aus Jerusalem rausgeschmissen worden sind und das Zeitintervall zwischen der Gründung der Schweiz und dem Rausschmiss der Kreuzritter in Jerusalem ist genau die Zeitspanne, die man braucht, um mit Pferden in die Schweiz zu reiten aus Jerusalem. Okay, also sprich, die mordenden Horden der Kreuzritter wurden endlich aus Jerusalem rausgeschmissen und die dachten dann, okay, wohin jetzt? Ab nach Hause. Und auf einmal kamen diese mordenden Horden auf Europa zu. Und was dann der Papst gemacht hat, er hat einfach die Region der Schweiz ihnen als Spielplatz gegeben. Ja, schön Berge, da können sich diese Männer mal austoben, ja, in den Seen schwimmen, die Berge besteigen. Und vor allem die ganzen Höhlen in den Alpen benutzen, um das Vatikangold und alles, was der Vatikan über Jahrhunderte und Jahrtausende zusammengestohlen hat, zu verstecken und zu beschützen. Das war so der Servicevertrag. Ja, also diese serienkillenden Männer bekamen dann einen Spielplatz, einen Abenteuerspielplatz und die Serviceleistung dafür war dann, dass sie für den Vatikan auf das gestohlene Gold aufpassten. Ja, denn das Ganze, was der Vatikan weltweit gestohlen hat, können sie nicht wirklich im Vatikan in Rom verstecken. Das heißt, irgendwo hat dieses riesige Kriminalkartell ein massives Versteck und das ist die Schweiz. Also, rot-weiß die Schweizer Farben, also sprich die Kartellfarben. Und es ist rot und weiß, weil das angeblich zurückgeht auf die Pharaonen. Und die Pharaonen hatten zwei Königshäuser, die des oberen Nils und des unteren Nils. Und eins hatte eine rote Krone, das andere eine weiße Krone, wie Sean Ross mir beigebracht hat. Und das sind halt diese zwei Königshäuser. Ja? Und das ist die pharaonische Linie hier, okay, die dann auch die MI6-Leute verteidigen sollen. Also sprich, um seinen Hals herum, ja, ist dann dieses pharaonische Netzwerk. Ist eigentlich um seinen Hals gebunden, wie ein Halsband, ja, wie ein Halsband beim Hund. So, das heißt, jetzt ist es aber so, mit diesem Bild als Hintergrund haben sie jetzt diese Story, dass der junge Mann aus dem öffentlichen Leben verschwunden ist, mit dem Vorwand, er sei gestorben. Und jetzt ist die Frage, wo ist er hin? Und die Hinweise darauf finden sie in diesem Foto. Und die Antwort ist, er ist irgendwo in das Himalaya-Gebiet gegangen, ja, um irgendwas zu rächen. Und um seinen Hals herum ist halt dieses pharaonische System, ja, und hält ihn sozusagen am Hals gebunden. Und es hat irgendwas mit Kopfbedeckungen zu tun. Okay? So, meine beste Einschätzung, die ich Ihnen geben kann, basiert auf dem, was ich vor sehr langer Zeit gesagt habe. Und zwar, wenn ich jetzt Ihnen das mal auf YouTube zeige. Und all dieser ganze Kram, Fotos analysieren und so weiter, ist wichtiger, als Sie glauben. Ja, also Techno Crime Fighters, das war die wöchentliche Show, die ich mit meinen Kolleginnen hatte. Und ich glaube, in der Episode 17, genau, hier sehen Sie, dass diese The Truth About, also die Wahrheit über das Militär, hier sehen Sie, wie ich diesen Vortrag halte. Und Sie sehen auch diese Gebetsfahnen. Und der Grund, wieso Dr. Paul Marco diese Gebetsfahnen als Thumbnail benutzt hat, ist, weil ich in dieser Episode erklärt habe, wie das Kriminalkartell aus der Schweiz sich in die Himalayas umlagern wird. Weil das Himalaya-Gebiet eigentlich genauso ist wie die Schweiz, nur größer, noch schwerer daran zu kommen. Und man hat viel mehr Platz für Militärbunker. Und es ist auch genau in der Region bei China, wo man dann genau wie bei der Schweiz verdammt viel Zeug verstecken kann. Also Waffentechnologie, verdeckte Armeen, die man vielleicht unterirdisch heranzieht, an denen man genetische Experimente macht und so weiter und so fort.
Ja, aber wenn man erstmal das Himalaya-Gebiet erschlossen hat und dort massive Militärbunker aufgebaut hat, dann ist die Schweiz eigentlich ja Kleinkram im Vergleich. Das heißt, ich habe gesagt, dass meines Erachtens nach, und ich habe das damals gesagt vor einem Jahr, ja, meines Erachtens nach wird sich das Kriminalkartell aus dem Westen, aus der Schweiz, nach Osten in die Himalayas umlagern und dort ein neues Hauptquartier aufbauen. Und in diesem Vortrag habe ich als Beispiel auch angeführt, wie zum Beispiel die nepalesische, ich glaube, das war das nepalesische Königshaus, wo dann einer der, ja, der Prinzen ausgeflippt ist und seine ganze Familie ermordet hat. Das ist ein bisschen crazy, oder? Und das klingt genau nach Neurotechnologie. Das heißt, man hat den Typen eingenommen und man hat ihn benutzt, um dort die Familie zu ermorden, damit das Kriminalkartell, das diese Neurotechnologie und das ganze Finanzwesen kontrolliert, auch die Region einnehmen kann und dort ungestörten Zugang hat. Ja, das habe ich vor einem Jahr gesagt und siehe da, wir haben dann dieses Bild und es hat irgendwas mit der Himalaya-Region zu tun und wir haben diese tibetischen Gebetsfahnen. So, was hat es mit den zwei Helmen auf sich? Und dieser Helm sieht aus, als hätte er ein GoPro, ja, also eine Kamera, ein Monitoring eingebaut. Meines Erachtens nach geht es hierbei um diese Neurotechnologie-Chips, die bei den ganzen Supersoldaten eingebaut werden. Also sprich, meine Interpretation ist es, dass dieser junge Mann jetzt auf ein paar Jahre, ja, in die Himalayas geht und dort eigentlich seine Super Soldier, also seine Supersoldatenausbildung absolviert. Ja, und dort auch diese modernste Technologie entweder implantiert bekommt oder vielleicht hat er sie jetzt schon bereits. Aber die Sache ist halt so, dass wenn man dann diese Top-Leute hat, wie zum Beispiel diese MI6, Chefs, die eigentlich sehr, sehr hoch im Kriminalkartell sind und eigentlich alle Royal Arch Freemasons, also diese, wie auch immer das auf Deutsch heißt, irgendwo so eine Gruppierung der Freimaurer, ja, sehr hoch in diesem System, sind. Bei denen sorgt man dafür, dass die Kinder auch in das System hinein integriert werden. Wenn man jetzt so einen jungen Mann hat, der sehr sportlich ist, meiner Erfahrung nach an der Uni Oxford, die Jungs, die sehr sportlich waren, waren nicht besonders akademisch. Das heißt, man muss für ihn eine Position im Kartell finden, ja, so dass der Papa da auch zufriedengestellt ist, wo er irgendwas Tolles machen kann, was dann sportliche kleine Jungs, was denen Spaß machen würde. Und so ein Supersoldatentraining ist doch das Ding, oder? Aber dafür muss man dann seinen ganzen Freunden irgendeine Cover-Story geben, wieso dieser junge Mann dann nicht mehr im College auftaucht. Ja? Und das ist dann diese perfekte Cover-Story. Das heißt, oh, er ist bei irgendeinem Unfall auf einem privaten Gelände, auf einem privaten Gut umgekommen. Ja, privat, wo es keine Zeugen gibt, ja. Da ist er einfach rumgekommen. Der Junge ist tot, also keine Fragen stellen. Ja, so läuft das. So, und ich sage das aus dem Grund, weil die britische Presse eigentlich voll ist mit dieser verdeckten Kartellsignalisierung, weil das Kriminalkartell halt im City of London zu finden ist. Es ist mittlerweile tatsächlich so, dass in der angelsächsischen Presse, also dass ich bereits Beweise habe, dass in der angelsächsischen Presse Morde angekündigt werden, Morde gefeiert werden und ganz genau erklärt wird, wie diese Morde begangen worden sind. Dies wurde von einer Ermittlerin in Osteuropa bestätigt, die auch zum Beispiel MSN sich angeschaut hat, die MSN-Nachrichten, und herausgefunden hat, dass eine junge Frau, die ermordet wurde und bei der das Herz herausgeschnitten wurde, ja, sie hat herausgefunden, wie auf MSN angekündigt wurde, dass diese Frau ermordet wird. Sie wurde ermordet und was genau mit dem Herzen passiert ist. Und sie behauptet, dass sie genau herausfinden konnte, auf welchem Flug, ja, das Herz aus Osteuropa in die USA transportiert wurde für irgend so ein Scheiß-Rituell von diesen durchgeknallten Vollwichsern. Ja. So, das ist schon mal eine Behauptung. Jetzt ist die Frage, wie kommt es, dass Privatpersonen sowas ermitteln müssen und das Bundeswehrkriminalamt nie dahinter kam? Ja, oder Interpol?
oder diese anderen Wix-Behörden, ja? Wie kommt es, dass sie nie so etwas ans Licht bringen? Und das hat halt damit zu tun, weil sie einfach nur mit dem Abschmettern, ja, beschäftigt sind. Und vielleicht haben sie dann so eine, ja, eine Most Wanted Liste, wo sie dann die ja meistens sehr, ja, sehr merkwürdig aussehende Gestalten, sehr kriminell aussehende, sehr oft Ausländer dann da auf diesen Bildern haben, ja, aber keine Ahnung, wer die Leute sind, in welchen Fällen sie da auftauchen. Aber eine Sache steht fest, ich habe noch keine Interpol-Liste gesehen, wo dann sämtliche Bankenchefs drauf wären. Obwohl die eigentlich an Kindermordritualen teilnehmen müssen, sonst wären sie nicht da oben. Wieso nicht? Weil Interpol eigentlich nur eine große Show ist. Ja? Genauso wie das Bundeswehrkriminalamt. Okay, also, das heißt, ich sage all das aus dem Grund, weil ich gerne hätte, dass Sie, meine lieben Zuschauer, die Sie ja auch vielleicht die deutsche Presse lesen, ich habe dafür meistens keinen Nerv mehr und auch keine Zeit, Sie müssen sich mal die ganzen Nachrichten in Deutschland anschauen und Sie müssen mal ermitteln, ob Sie verdeckte Kartellsignalisierung finden in den Medien. Das heißt, in den Tagesmedien, in, ja, auf den, bei ARD und ZDF vielleicht, oder vielleicht im Spiegel oder im Fokus oder in der Frankfurter Allgemeine oder in der Zeit. Okay? Wenn jetzt bei Ihnen eine Welt zusammenbricht, weil Sie glauben, oh mein Gott, die FAZ oder die Zeit könnte niemals irgendwelche Morde in den Nachrichten feiern, sorry, Sie laufen immer noch mit dem alten Weltbild herum. Es ist in der Tat so, dass Udo Ulf Kotte bereits uns gesagt hat, dass die ganzen Journalisten über die Atlantikbrücke gekauft und von der CIA kontrolliert werden. Und das CIA ist genau die Organisation, die dann diese ganzen Morde, dann diese Mordberichte mit der Kartellsignalisierung in die amerikanische Presse setzt. Genauso wie das MI6 diese scheiß Stories dann auch in die britische Presse setzt. Und wir wissen, dass unser deutscher Geheimdienst von den Amerikanern und den Briten kontrolliert wird. Das heißt, die Frage ist, in welche Publikation würde das BND und der Deutsche Verteidigungsdienst, diese Super-Nazi-Organisation, ihre Scheiß-Kartell-Signalisierung setzen? In welche Magazine? Welche Fotos sind das? Sie müssen das finden. Und ich garantiere Ihnen, das wird irgendwo sein. Ich bin auch ziemlich überzeugt, dass sogar unsere lokale Presse Kartellsignalisierung unserer lokalen freimaurischen Geheimnetzwerke und Kriminalnetzwerke eigentlich hat. Und das Ganze wird so gemacht, bei den Journalisten, genauso wie bei der Polizei und bei den Richtern, gibt es Leute, die sind hochinteger, die haben von diesem ganzen Scheiß eigentlich keine Ahnung, haben nie was davon gehört. Und es gibt diese Parallelgesellschaft, diese 1 in 6, ja, die dann im Kartell drinne sind, ganz genau diese verdeckte Symbolik kennen, weil in allen anderen Presseartikeln auch diese zweite Nachricht, diesen Untertitel, diesen Subtext lesen können und erkennen können und auch in ihre eigenen Artikel hineinsetzt. Und die gute Nachricht ist, in Amerika hat man das jetzt bereits schon erkannt. Ja, das wurde bereits schon publiziert in den Q-Posts. Und Q hat dann gesagt, dass diese Kartellsignalisierung eigentlich das Netzwerk aufdecken wird. Und genau so ist das. In England ist man noch dabei, obwohl man dort die Q-Posts eigentlich auch verfolgt. Das heißt, die Leute haben das auch immer mehr und mehr begriffen. Aber in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz kann ich Ihnen sagen, diese Länder sind so voll mit freimaurischer Kartellsignalisierung, zum Beispiel in Wien. Wien ist so ein Freimaurer-Kartellsignalisierungs-Superfest. Ja, oder auch in der Schweiz. Die Schweiz ist voll von diesen Obelisken und dem Sonnensymbol. Oder auch zum Beispiel Konstanz. Ja, in Konstanz, ich bin spazieren gegangen in Konstanz und nächstes Mal präsentiere ich diese ganzen Fotos, die ich gemacht habe. Konstanz ist voll mit freimaurischer, verdeckter Signalisierung. Ja, diese Freimaurersymbole finden sich vor allem bei den besonders reichen Häusern. Wieso? Weil die Leute reich geworden sind, weil sie in den Freimaurern waren. Deshalb. Okay. Das heißt, irgendwann,
die Sachen, die Sie immer wieder auf besonders reichen Gebäuden sehen, das sind halt verdeckte Symbole, Erkennungssymbole, mit denen sich diese verdeckten Mitglieder dieses Kriminalkartells wiedererkennen im öffentlichen Leben. Okay? So, ich habe noch ganz kurz, ich möchte das Video heute nicht so super lange laufen lassen, weil ich es auch schon sehr relativ spät ist. Aber was ich dann noch sagen wollte, ist eine gute Nachricht ist, es hat wahrscheinlich, das haben die Leute in Deutschland wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil es auf Englisch veröffentlicht wurde. Eine gute Nachricht ist, dass das allererste Mal ein Interview von mir in der Presse veröffentlicht wurde. Und zwar handelt es sich dabei um Sputnik News und sie haben mich kontaktiert und sie haben mir gesagt, dass sie gerne für ihre Radioshow in Schottland ein Interview mit mir gerne machen möchten über das sogenannte Five Eyes Netzwerk. Okay? Und Sputnik News hat mich bereits schon im Januar 2018 interviewt und dafür eine Stunde. Ich habe dem Sputnik News ein einstündiges Interview gegeben auf Englisch. Und das ist nicht erschienen. Ich war natürlich verdammt pissig darüber, ja, und ich habe das sofort veröffentlicht und ich habe die gesamte Audioaufnahme dieses Videos auf meiner Webseite veröffentlicht, aber leider auf Englisch. Aber sollte es Sie interessieren, zeige ich Ihnen das mal kurz auf meiner Webseite Stopp 007. Ich zeige Ihnen, wie Sie das Interview finden können. Sie gehen erst einmal hier auf Stopp 007, dann runter auf das hier, dieses Feld für die ganzen Leute, die ja Hilfe verweigert haben oder Attacken begangen haben. Und hier baue ich jetzt langsam meine Liste von den Leuten auf, die ja echt versucht haben, mich zu sabotieren. Aber ich mache auch Listen, die ich bis jetzt noch nicht fertigstellen konnte. Listen für die ganzen Leute, die zum Beispiel im Militär, in der Polizei, bei den Journalisten echt Mist gebaut haben, echt kriminell gehandelt haben oder Opfer subvertiert haben. Bei den Journalisten habe ich eine Mega-Liste, ja, wo sie dann ganz klar sehen können, wer was gemacht hat. Aber sie sehen hier zum Beispiel auch Sputnik News. Okay? Und das Interview war am 6. Januar 2018. Und hier sehen Sie das Video auf Englisch, wo dann dieses einstündige Interview mit Kit Clarenberg von Sputnik News gemacht worden ist. So, das wurde dann nicht veröffentlicht. Ich habe ihn mehrmals angeschrieben und nach dem Interview hat er mich nicht weiter kontaktiert. Und die Story sehen Sie hier. Sie können auch sehen, wie ich die Frankfurter Allgemeine angeschrieben habe, mehrmals. Bei der Zeit war ich sogar persönlich in der Redaktion und sie weigern sich, über diesen Holocaust zu berichten. Okay, aber jetzt ist die gute Nachricht, nach einem Jahr keinem Feedback hat mich Sputnik News tatsächlich kontaktiert und sie wollten, dass ich mich zu den Five Eyes äußere. Und der Journalist hat mir gesagt, das ist eigentlich ein kurzer Beitrag für ihre Radiosendung, ungefähr 5 Minuten, also wirklich ganz kurz zum Five Eyes. Und das Interessante ist, wir haben dieses Interview gemacht und er hat mir versprochen, Bescheid zu sagen, also den Link zu schicken, wo das auftauchen wird. Das hat er natürlich nicht gemacht. Und ich dachte, okay, Sputnik hat mal wieder dieses Interview fallen lassen. Und irgendwann, ein paar Tage später, obwohl ich nach was ganz anderem gesucht habe, sehe ich dann auf Google auf einmal diesen Artikel erscheinen. Und zwar war der Titel Five Eyes, also die 5 Augen, dass die 5 Augen sind eine Geheimdienstverbindung zwischen den USA, England, Kanada, Australien und Neuseeland. Diese 5 Länder sind die 5 Augen. Ja? Und hier ist der Titel, die 5 Augen sind aus dem Dunkeln gebracht worden, dank Organisationen wie WikiLeaks, sagt ein Security-Expert. Und als ich diesen Titel auf Google gesehen habe, dachte ich, oh wow, der Security-Experte ist wahrscheinlich Bill Binney. Oh Mann, was für ein Artikel. Und dann klicke ich da drauf und ich lese den ersten Paragraphen. Und der besagt, Experten aus der sogenannten 5-Augen-Gruppe, eine fast geheime Gruppe war, also bestehend aus den USA, England, Kanada, Australien und Neuseeland, die Informationen miteinander geteilt haben, werden zum ersten Mal in England erscheinen und
die globale Cybergefahren diskutieren. Sputnik hat diese Verbindung mit dem Security-Expert Dr. Katharina Horten besprochen. Oh Mann, das bin ich. Okay, das war echt ein Einfall. Hier ist die kurze Zusammenfassung und hier unten sehen Sie dann, können Sie auch das Interview hören. Und was ich Ihnen vorschlagen würde, ist, dass Sie diese Seite in Google Chrome öffnen, und bei Google Chrome haben Sie die Möglichkeit, bei Ihnen sollte hier oben ein Knopf erscheinen, dass Sie das automatisch übersetzen können auf Deutsch. Okay? Und dann können Sie das eigentlich auf Deutsch lesen und die Übersetzungen sind eigentlich perfekt. Das heißt, der absolute Durchbruch ist jetzt endlich gelungen, dass die, also das erste Mainstream-Media, also die erste wirklich Pressestelle, ein Interview mit mir veröffentlicht. Das ist, eigentlich sollte das nicht so schwer sein, aber wow, das ist jetzt passiert. Okay? Hey, die Frankfurter Allgemeine, die Zeit und all die anderen, ja, die Süddeutsche und die Fernsehsender halten sich immer noch fern, aber wir sind jetzt tatsächlich in dieser total paradoxen Situation, wo die Medien nicht mehr Nachrichten berichten. Also, News auf Englisch, das sind Neuigkeiten. Das heißt, wenn wir jetzt einen riesen Genozid haben, der hier schon seit 20 Jahren läuft, wo Leute in ihren Häusern verstümmelt werden und die gesamte Bevölkerung ohne ihr Wissen systematisch implantiert wird mit Augenimplantaten, Ohrenimplantaten, Mikrochips und allem, ja, und die Medien berichten darüber nicht, dann ist die erste Reportage, die sie irgendwann mal machen werden, das sind keine Neuigkeiten mehr. Das sind dann Nachrichten, die 20 Jahre alt sind. Ja, und das zeigt eigentlich, Entschuldigung, das zeigt das Ausmaß dieser massiven Kriminalität in unseren Medien. Okay? Das heißt, wenn irgendwann mal die FAZ über Mikrowellenangriffe auf Deutsche berichten wird, dann sind das keine Neuigkeiten, dann ist das ja ein Newsbericht aus ihrem Archiv von vor 20 Jahren eigentlich. Okay? Das heißt, das ist wieder ein Anzeichen dafür, dass die Sachen, die wir eigentlich als Nachrichtengesellschaften oder Nachrichten oder Pressestellen eigentlich ja gekannt haben, keine Pressestellen sind. Ja, das heißt, die Nachrichten prallen ab. Das heißt, was kommt, das kommen keine Nachrichten, die von der Bevölkerung an diese Pressestelle getragen werden. Die werden alle abgeschmettert. Stattdessen kommen Nachrichten oder Gehirnwäsche von dieser Parallelgesellschaft, die auf uns abgeschoben wird. Das heißt, das ist so ein Fall, da können Sie sehen, die Frankfurter Allgemeine und die Zeit und all diese anderen Medien, das sind keine Medien. Das ist keine Presse. Das ist eine Gehirnwäscheorganisation, mit der dann das Kriminalkartell Gedanken und Konzepte und Sachverhalte in ihre Köpfe eintrichtert, die so nicht existieren. Ja? Und das Ziel dahinter ist, dass sie schön klein und dumm und uninformiert bleiben und niemals sich bewusst werden, was eigentlich läuft und was sie persönlich eigentlich machen sollten und vor allem, was sie persönlich alles machen können, wenn sie nur aufhören würden, gute Zeiten, schlechte Zeiten zu gucken. Ja? Also Fernseher aus, Gehirn an und selber mal nachforschen. Und im Moment können sie im Internet wirklich Berichte von anderen Deutschen, anderen Österreichern und Schweizern sehen, die privat berichten, weil sie von den Medien abgeschmettert worden sind. Okay? Aber sie müssen sich informieren, womit ihre Landsleute kämpfen. Und das müssen sie nicht nur aus Empathie machen, sondern auch aus Eigennutzen. Denn nur wenn sie wissen, womit andere Leute kämpfen, werden sie verstehen, womit sie sehr bald kämpfen werden. Oder womit sie bereits kämpfen, ohne es eigentlich zu verstehen. Okay? Also es ist super wichtig. Und wenn Sie dieses Diagramm nicht gesehen haben bis jetzt, das ist ein Diagramm, das werde ich sehr oft zeigen.
Okay, die Leute, die meine ganzen Shows verfolgen, werden dieses Diagramm sehr oft sehen. Aber ich möchte, ich muss es einfach immer wieder zeigen, weil bei jedem Video immer neue Menschen dazukommen. Deshalb werden sich ein paar Sachen, wichtige Sachen immer wieder wiederholen. Aber so, wenn wir jetzt eigentlich über die Medien reden, dann müssen Sie sich bewusst sein, dass das Schweizer Propagandaforschungsinstitut, die Netzwerke, Sie finden diese ganzen Netzwerke für die Schweiz, Deutschland und die USA, aufgezeigt hat. Und zwar, was sind die Netzwerke hinter unseren Medien? Das ist das Transatlantik-Netzwerk. Und dieses Diagramm, das müssen Sie sich echt anschauen, verinnerlichen und vor allem sich die Namen dieser Typen merken, okay, die hier aufgezeigt werden. Und was hier gezeigt wurde, ist, dass eigentlich die gesamte deutsche Presse alles, ARD, ZDF, genauso wie Sat.1, ja, und Focus, genauso wie die Bunte oder wie die Zeit, von diesen Typen kontrolliert werden, die alle mit den Bilderberg-Treffen der Atlantikbrücke oder der Trilateralkommission zusammenhängen. Ja? Die Atlantikbrücke, die Sie hier sehen, die echt stark vertreten ist, die wurde von Udo Ulf Kotte angeprangert. Ich habe sogar das Buch von Udo Ulf Kotte hier irgendwo. Ich muss nur schauen, ob ich das jetzt so schnell hier auf die Schnelle in meinem Bücherregal finde. Und zwar der Titel des Buches war Gekaufte Journalisten. Oh ja, Moment, ich bin gleich wieder da. Also, sorry, ich musste hier in meiner Privatbibliothek dieses Buch für Sie holen. Aber bevor ich Ihnen das Buch zeige, möchte ich auch noch, dass Sie sich die anderen Diagramme anschauen. Und zwar, das war jetzt das Netzwerk für Deutschland. Jetzt schauen Sie sich mal das Netzwerk für die Schweiz an, das Transatlantik-Netzwerk. Und da sehen Sie genau die gleichen. Atlantikbrücke, Bilderberg-Meeting und dann noch das Projekt für das neue Amerika oder das neue amerikanische Jahrhundert. Das kommt noch dazu. Ja? Aber diese drei sind eigentlich alle dasselbe. Die hängen mit dem Council on Foreign Relations zusammen, ja, mit dem National Security Council und der NATO. Okay, und dass die NATO eine Nazi-Organisation ist, das habe ich eben schon erklärt. Council on Foreign Relations, darüber werde ich bald mehr erzählen. Das sind absolute Übernazis. Und dieses National Security Council ist auch nicht gerade vertrauenserweckend. Okay, so, das ist die Schweiz. Wie sieht das in den USA aus? Okay, in den USA sehen Sie jetzt das amerikanische Emporium und da sehen Sie wieder Bilderberg-Meeting, Trilateralkommission und vor allem das Council on Foreign Relations. Das Council on Foreign Relations in England heißt das Institute for Royal Institute for International Affairs oder anders genannt Chatham House. Okay, ist aber genau der gleiche Nazi-Verein. So, das heißt, Sie haben, und dass das ein Nazi-Verein ist, werde ich Ihnen in den kommenden Folgen noch beweisen. Das ist jetzt meine Behauptung, die ich Ihnen jetzt noch nicht im Detail bewiesen habe, aber sollte ich tatsächlich recht bekommen, dass es eine Nazi-Organisation ist, dann sollten Sie sich nicht wundern, dass weder hier die amerikanische Presse noch die deutsche Presse über einen Nazi-Genozid berichten wird. Genauso wie damals, als man die Juden, Sozialisten und Homosexuelle und behinderte Leute exterminiert hat, hat die Presse das auch nicht an die große Glocke gehängt. Und das ist genau das gleiche Schema, das jetzt gerade durchgezogen wird. Okay? Und wenn Sie dieses Diagramm sich mal anschauen, dann können Sie sofort verstehen, wieso die Zeit eigentlich nichts gemacht hat, nachdem ich denen das eigentlich erklärt habe, was hier läuft. Ja, und bei Ihnen sogar in der Redaktion war. Und Sie können verstehen, wieso weder die Süddeutsche noch die Frankfurter darüber berichten wird. Und Sie können auch hier anhand der kleinen Zahlen anschauen, wer von diesen Leuten da drin steckt. Und das hier ist Klaus-Dieter Frankenberger, Leiter Außenpolitik. Okay? Und dazu muss ich sagen, das hier sind die Leute, die tatsächlich identifiziert werden konnten. Aber was ich hier nicht sehe, das sind noch andere Geheimgruppierungen, und zwar Geheimdienstgruppierungen. Ja, die kommen nicht so offiziell daher wie die Bilderberger und die Atlantikbrücke. Ist aber genau der gleiche Verein.
Ja, das heißt, wie viele von den anderen Leuten, die hier nicht gelistet sind, vom BND angesprochen worden sind, und der BND wird durch das MI6 und das CIA kontrolliert, ja, das ist hier nicht gesagt. Das heißt, das hier ist sozusagen die Spitze des Eisberges. Aber das hat hier bereits schon sämtliche Medien. Okay? So, was ich Ihnen jetzt zeigen werde, ist, dass das hier bereits schon, bevor dieses Diagramm eigentlich fertiggestellt worden ist, wurde von Udolf Ulkotte bereits angeprangert. Na, Udo Ulf Kotte hat dieses Buch geschrieben, Gekaufte Journalisten, das ich Ihnen echt rate, zu kaufen und zu lesen und zu verinnerlichen. Ja? Der Mann hat nämlich echt dafür bezahlt. Ich persönlich bin der Meinung, anhand der Beweise, die im Öffentlichen, die öffentlich bekannt sind, dass Udo Ulf Kotte von dem Geheimdienst mit elektromagnetischen Waffen ermordet wurde. Einfach aus dem Grund, weil er immer wieder Herzattacken hat. Und das, was diese elektromagnetischen Waffen eigentlich als Standard hervorrufen können, sind Herzattacken und Gehirnblutung und Gehirnschläge und sowas. Ja? Und Udo Ulf Kotte hatte, glaube ich, 4 Herzattacken und starb an der 5. oder so. Ja. Und meistens heißt es dann, oh ja, er hat einfach ein schwaches Herz. Nein, der Mann hat über diese Geheimdienstkriminalität berichtet und er wurde dafür ermordet. Ja. Und Sie können diese Muster erst dann sehen, wenn Sie ganz, ganz viele Fälle nebeneinander sehen, wo dann Opfer wirklich fertig gemacht werden. Und dann sehen Sie, wie sich auf einmal diese Muster ergeben. Das heißt, wenn es sich um Geheimdienstkriminalität handelt, dann passieren ganz viele merkwürdige Sachen, die eigentlich statistisch sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Verzeihung. Und Sie sehen auch, wie dann ganz bestimmte Stories propagiert werden und teilweise auch in die Köpfe der Opfer eingetrichtert werden. Cover-Stories, dass dann A mit B zusammenhängt, obwohl es eigentlich nicht so viele Beweise für A und B gibt. Zum Beispiel Udo Ulf Kotte hat damals noch im Interview, das man auf RT noch sehen kann, behauptet, dass seine Herzattacken damit zu tun hatten, dass er einem chemischen Angriff in einer Kriegszone ausgesetzt worden ist. Das glaube ich eigentlich nicht. Ja, das glaube ich eigentlich nicht. Das finde ich sehr unwahrscheinlich, einfach aus dem Grund, weil wenn man irgendetwas ausgesetzt ist, dann hat man auf einmal wirklich, also bis man das überlebt, ganz, ganz viele Probleme. Und dann irgendwann wird das besser oder stabilisiert sich das. Wenn aber das passiert ist, man hatte ganz viele Symptome, das stabilisiert sich und irgendwann kommen dann bam, bam, bam die ganzen Herzattacken und man geht drauf, gerade wo man dabei ist, über das größte Geheimdienstnetzwerk eigentlich echt krasses Whistleblowing zu machen, dann gibt es die Hypothese A und B. Ja, und die Hypothese A hat eigentlich so ein Muster, wo dann diese wirklich schweren Gesundheitsprobleme am Anfang intensiv sein sollten. Also sie haben eigentlich zeitlich eine Verteilung der Vorfälle, Zwischenfälle. Und bei dem einen sollte man am Anfang massive Symptome haben und entweder geht man dabei drauf oder das stabilisiert sich irgendwo, pendelt sich einem Körper, ja, und das vernarbt oder verheilt oder was auch immer. Der Körper findet dann ein stabiles System. Ja, aber die Symptome, die er hatte, waren Vorfall, extreme Probleme und dann Herzattacke, Herzattacke und es wird dann immer schlimmer hier zeitlich versetzt. Und dieses Muster ist dann aber perfekt deckungsgleich mit dem, was ich erwarte, wenn der dieses Kriminalnetzwerk des Geheimdienstes anfängt, irgendjemanden fertig zu machen. Ja, dann erwarte ich eine Verteilung von Gesundheitsproblemen, die zeitlich deckungsgleich sind mit diesem Whistleblowing. Das heißt, Hypothese A hat eigentlich eine Verteilung, die geht so bezüglich der Anzahl der Vorfälle. Und Hypothese B hat eine Verteilung, die geht so, ja, mit der Verteilung der Zwischenfälle. Und Udolf Ulkotte, was er berichtet hat, hat eine Verteilung, die ging so. Und dann dachte ich, okay, Geheimdienst. Und damals schon, als ich ihm zugehört habe in diesem AT-Interview, wo er gesagt hatte, Herzattacken. Damals dachte ich schon, oh oh,
Energiewaffen. Und dann dachte ich schon, okay, was der Geheimdienst macht, ist diese Story aufzusetzen, dass der Mann halt einfach nur Herzprobleme hat. Das ist halt so, das ist seine Krankheit. Und keiner denkt eigentlich wie ein Physiker und denkt so, okay, Hypothese A versus Hypothese B und ja, Verteilung der Symptome. Ja. Und dann müssen auch ganz andere Sachen noch dazu kommen. Er hat noch andere Sachen berichtet, wo ich das wirklich wusste. Okay, er wird vom Geheimdienstnetzwerk durchgehend belästigt. Ja, das heißt, sie sind eigentlich auf ihn abgesetzt. Okay, und damals dachte ich schon, okay, der Geheimdienst versucht hier eine Story aufzubauen, um ihn dann mit einer Herzattacke zu ermorden. Und ich glaube genau, dass es dann auch passiert. Ja. Das heißt, das ist so die Story dahinter, aber sie sollten aus dem Grund dieses Buch eigentlich kaufen und auswendig lernen. Und dieses Buch erklärt dann, wie dann diese ganzen Journalisten von diesen Geheimdienstnetzwerken kontaktiert werden. So, und jetzt erinnern Sie sich bitte daran, was ich über diese Systeme am Anfang gesagt habe. Sie laufen wahrscheinlich mit einem mentalen Modell herum, wo sie denken, ja, diese Geheimdienste, die sammeln dann Informationen über organisierte Kriminalität und Terroristen und versuchen uns zu schützen. Okay, das ist eine wunderschöne Cover-Story, die eigentlich null Zusammenhang hat mit der Realität. Ja, denn ich frage Sie mal, welche Wohltätigkeitsorganisation, ja, hat denn diesen wunderbaren Verein aufgesetzt, bitte? Ja, wenn Sie der Meinung sind, dass das so ein Wohltätigkeitsverein ist, dann muss doch ein Wohltätigkeitsverein den gegründet haben. Wissen Sie, wer den Geheimdienst gegründet hat? Ja? In Deutschland zum Beispiel war das ein gottverdammter Nazi, ja? Der auch die CIA gegründet hat. Gehlen, ja? Ein scheiß Nazi hat den BND gegründet. Und die haben 3 Gebäude auf dem BND-Gelände in der Form eines Hakenkreuzes. Das klingt nicht wie eine Wohltätigkeitsorganisation. Das heißt, eine scheiß Nazi-Truppe hat den BND gegründet. Okay? Werden die jetzt auf einmal komplett wohltätig werden? Nein, das bleibt eine scheiß Nazi-Truppe. Okay? Das bleibt eine scheiß Nazi-Truppe. Das heißt, wenn wir jetzt diese Informationen nehmen, diese Zeugenaussage, dass ganz viele Journalisten und wie nennt sich das, Editeure und alles Mögliche, ja, vom Geheimdienst kontaktiert werden und dann anfangen, für den Geheimdienst zu arbeiten, dann müssen Sie das jetzt mal in die Realität übersetzen und sagen, okay, Geheimdienst, BND und so weiter und auch die CIA wurden von einem scheiß Nazi gegründet und aufgebaut. Okay, das heißt, diese Journalisten werden von scheiß Nazis kontaktiert und fangen dann an, für scheiß Nazis zu arbeiten. So ist es, ja. Das heißt, sie arbeiten eigentlich für ein großes Scheiß-Nazi-Kriminalkartell. Und auf einmal ist es dann überhaupt nicht mehr überraschend, dass diese für Scheiß-Nazis arbeitenden Journalisten einen Scheiß-Nazi-Holocaust verdecken. So einfach ist das. Und auf einmal macht das alles Sinn. So, jetzt haben wir eigentlich sozusagen die Realität erkannt. Und jetzt ist die Frage, was macht man denn jetzt? So, und jetzt können Sie ganz klar sehen, wieso das eigentlich unsinnig ist, irgendwie nur einfach nur Nachrichten an die FAZ zu schicken über Twitter oder E-Mails und das dann zu vergessen. Nein, wenn Sie es mit scheiß Nazis zu tun haben, dann müssen Sie diese Leute entblößen, vor Gericht zerren, anklagen, verurteilen lassen und dann dafür sorgen, dass man mit diesen scheiß Nazis genau das macht, wie in Nürnberg 1.0. Ja? Aber dafür müssen Sie dann anfangen, Briefe zu schreiben mit dem Gedanken, dass Sie diese Briefe mit, wo Sie Sachverhalten eigentlich der Presse sagen, auch als Beweismaterial in Militärkriegstribunalen benutzen werden. Das heißt, Sie müssen das sofort als PDF abspeichern, sodass man Datum, Uhrzeit und Inhalt sehen kann. Und am besten schicken Sie das per E-Mail und Sie schicken das als Einschreiben per Post, sodass Sie beweisen können, dass Sie der FAZ gesagt haben, dass Sie als Deutscher oder Deutsche in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz mit Energiewaffen angegriffen werden und diese für Nazis arbeitenden Journalisten sich geweigert haben, über den Nazi-Holocaust zu schreiben. Okay? Wenn Sie das jetzt begriffen haben
und anfangen. Ich wünschte, all die 1000 deutschen Opfer hätten das schon gemacht. Ja? Denn dann müssen sie sich mit anderen deutschen Opfern zusammensetzen. Sie müssen ihre Beweismaterialien nebeneinander stellen und dann können sie beweisen, dass zig hundert Deutsche der FAZ und die Zeit und ARD und ZDF angeschrieben haben und gesagt haben, wir werden in unseren Wohnungen mit Satellitenwaffen und mit Energiewaffen von unseren Nachbarn nazimäßig ermordet. Okay? Und wenn sie das beweisen können, dass sie zum Beispiel zig hunderte E-Mails oder vielleicht auch nur 20 an die FAZ geschrieben haben, dann können sie sich den Chefredakteur mal greifen und ihn direkt von dort vor ein Nazi-Tribunal stellen, weil er einen gottverdammten Holocaust hier verdeckt. Ja, aber sie müssen halt das wirklich auch das mit diesem Modell an das Ganze herangehen. Sie müssen sich bewusst sein, worum es sich hierbei handelt. Und wenn sie das machen, müssen sie sich bewusst sein, dass diese scheiß Nazis schon das letzte Mal einfach nur Leute massenweise ermordet haben. Das heißt, um zu verhindern, dass sie massenweise ermordet werden, wenn sie für ein scheiß Nazi-Netzwerk arbeiten, Journalisten vor Gericht zerren möchten, dann müssen sie sich so verbinden und auch sozusagen gegenseitig für ihre Sicherheit irgendetwas finden, dass sie gegenseitig ihre Sicherheit garantieren können. Und wenn sie ihre Sicherheit nicht garantieren können, dann müssen sie sich, was weiß ich, täglich über Twitter ja, sicherstellen, dass die Leute, dass es denen auch gut geht. Und sollte irgendwas passieren, dann geht das sofort auf Akte. Als ein Angriff von diesem scheiß Nazi-Netzwerk. Okay? Aber Sie, als Deutsche und Österreicher und Schweizer, müssen sich jetzt mal hinsetzen und ein System aufbauen, wie Sie sich selber und andere Opfer schützen und diesen Nazis mal an den Kragen gehen, auf administrative Art und Weise. Okay, und Sie müssen das machen. Ich kann das nicht für Sie machen. Ich brauche Hilfe von Ihnen. Okay, aber genau auf diese Art und Weise würde ich gerne vorgehen. Ich möchte gerne diese Nazis vor Gericht zerren mit den Beweisen, dass sie systematisch einen nazimäßigen Holocaust hier verheimlicht haben vor der deutschen Bevölkerung. Ja, so dass mal wieder im Jahr 2019 und 2020 die Deutschen dastehen werden und das Einzige, was sie beitragen können, ist der Satz, wir haben es nicht gewusst. Ja? Aber sie können zumindest beweisen, dass die Zeit das gewusst hat, dass die FAZ das gewusst hat, dass die Süddeutsche das gewusst hat und so weiter, ARD und ZDF. Okay? Und ich möchte gerne, dass Sie sich mal eine Liste aufbauen, eine Presseliste, und diese Liste jede Woche mal anschreiben mit einer Opfergruppe und sagen, uns, ja, Opfer Nummer 1, Opfer Nummer 2, Opfer Nummer 3 ist dies und dies geschehen diese Woche. Berichten Sie mal darüber, machen Sie mal Ihre Arbeit. Und wenn Sie dann sehen, wenn es dann offensichtlich wird, dass diese Pressestellen nicht für das Verbreiten ihrer Nachrichten zuständig sind. Sie werden abgeschmettert. Stattdessen kommt dann irgendeine Scheiße vom Kartell, die dann darüber schwappt und an sie weitergeleitet wird. Dann können sie mit diesen Beweisen diese Person vor Gericht zerren. Was ich wirklich empfehle, ist immer auf Einzelpersonen loszugehen. Also nicht physisch losgehen, sondern administrativ losgehen. Ja, das heißt, sie greifen sich einen Chefredakteur und da sie sammeln erstmal die Beweise, ja, und dann haben sie den und dann greifen sie sich den nächsten. Oder sie greifen sich eine Gruppe von denen vor, ja, und schicken alle Beweise an alle von denen und dann greifen sie sich die ganze Liste. Okay? Das wäre echt gut und das wird jetzt mal höchste Zeit. Und was sie dann merken werden, ist dann irgendwann, wenn die Chefredakteure begriffen haben, dass es ihnen an den Kragen geht, und zwar vor Gericht, und zwar auch vor Tribunalen für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die vielleicht nicht unbedingt in Deutschland stattfinden, weil sich diese Leute auch ausmalen, dass sie Deutschland kontrollieren, sondern, wenn Sie sich mal daran erinnern, dass dank der, wie nennt sich das, die Rom-Statute, dass man bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch, ich glaube, insgesamt 119 Jurisdiktionen benutzen kann, dann kann es sein, dass man sich diese deutschen Journalisten nicht in Deutschland vorknöpft, sondern in Trinidad und Tobago, wo dann das Tribunal dort gehalten wird. Ja, und trotzdem ist dann der Richterspruch auch gültig in Deutschland.
Ja, das ist ein wirklich etwas, was man bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit machen kann. Okay, aber es ist echt, echt wichtig, dass ich jetzt mal die deutsche Opferlandschaft, die Opfer-Community, Gemeinschaft mal organisiert. Und ich kann Ihnen sagen, dass Proteste irgendwo draußen mit Plakaten stehen, das wurde schon so oft gemacht. Und die Resultate waren fast null. Und das ist einfach aus dem Grund, weil das keinem wirklich ans Geld geht oder an die Ehre, wenn dann Leute mit Plakaten da rumstehen. Dann hat man das durch in einem Tag und dann hat sich das und dann kann man es wieder vergessen. Was aber an diesen Leuten nicht vorbeigeht, ist, wenn sie dann Klagen an der Backe haben wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder das Vertuschen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das kratzt dann doch irgendwo entweder am Finanziellen oder an der Ehre oder am Ruf. Ja, das heißt, ich sage es immer so, schauen Sie sich an, was die großen Firmen machen. Wenn die großen Firmen irgendwas durchsetzen wollen, dann stehen sie nicht mit Plakaten vor dem Bundestag und protestieren. Ja, BMW will mehr Subvention, ja, und stellen dann ihre Angestellten dort dahin. Das heißt, wenn das effektiv wäre, dann würden die großen Firmen das machen. Machen sie aber nicht. Was die großen Firmen machen, ist Lobbyisten anheuern, sich individuelle Politiker vorknöpfen, sie abbezahlen, sie bedrohen, sie bestechen, Kontrollakten anzulegen, sie beim Vögeln filmen, wo sie dann irgendeine Nutte durchnehmen und sie dann damit erpressen und so weiter. Das ist, was große Firmen machen oder dieses Kriminalkartell. Ja, das funktioniert. Okay, so als Privatperson werden sie das wahrscheinlich nicht hinkriegen und sollten das wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Aber was sie machen können, ist sich individuelle Politiker vorknöpfen und dort positiven psychischen Druck ausüben. Ja, und irgendeinen Druck müssen sie ausüben, denn wenn sie keinen ausüben, machen die Leute nichts. Und sie müssen sich das so vorstellen, jeder Politiker, jeder Richter, jeder Polizeichef steht dann zwischen zwei Parteien. Von der einen Seite kommt, also das ist die Person, von der einen Seite kommt der Druck vom Kriminalkartell, das kann Bestechung sein, das können Druckmittel sein, Drohung, Kontrollakten, was auch immer, aber ein ziemlich hoher Druck. Und jetzt, wenn der Druck von ihrer Seite, von der Opferseite oder der Seite der öffentlichen Gemeinschaft geringer ist, dann wird dieser Polizeichef und dieser Richter dem größeren Druck nachgeben. Ja, das heißt, diese Personen handeln dann komplett im Sinne dieses Kriminalkartells. Wenn sie jetzt einen Richter, zum Guten kehren möchten, dann müssen sie diesen Druck, dem der Richter ausgesetzt ist, noch toppen mit noch mehr Druck. Okay? Und von ihrer Seite können das keine Kontrollakten sein, sollen keine physischen Drohungen sein. Das heißt, was haben sie da noch für Mittel? Sie können diesem Richter an den Hof gehen. Sie können dann eine Webseite machen und sämtliche korrupten Richter und all ihre korrupten Richtersprüche für immer und ewig im Internet verewigen. Sie können bei diesem Richter eine Briefschreibekampagne starten, wo dann dieser Richter angeschrieben wird, über zum Beispiel Verbrechen gegen die Menschlichkeit ganz höflich informiert wird. Und wenn er dann irgendeinen Richterspruch bringt, das zeigt, dass das entweder nicht kapiert hat, wie wichtig das ist, oder eigentlich voll den Genozid unterstützt, dann müssen sie anfangen, Beschwerde einzulegen und diesen Richter aus dem System entfernen. Und wenn die Leute begreifen, dass eine ganze Meute an Opfern oder eine ganze Meute der Öffentlichkeit es auf ihren Job abgesehen hat, dann fängt es an, ja, wirklich zu zählen. Und dann merkt ein Richter, okay, ich habe hier von der einen Seite das Kriminalkartell, das versucht mich zu bestechen, aber um ehrlich zu sein, 50.000 Euro einmal sind mir eigentlich nicht so viel wert wie meine gesamte Laufbahn als Richter, ja, und eine saubere Weste, mit der man mich vielleicht für was anderes recyceln kann, der Preis ist irgendwie nicht hoch genug. Ja? Das heißt, Sie müssen so denken. Wie denken Lobbyisten? Wie denkt das Kriminalkartell? Und Sie müssen genau dasselbe machen, aber halt auf gute Art und Weise, für positive Zwecke. Und wie gesagt, keine physische Gewalt, denn so wie sie physische Gewalt benutzen,
obwohl das eigentlich ein Krieg ist und die Gegenseite physische Gewalt benutzt, wird dann das andere Kriminalnetzwerk der Polizei ihnen auf die Decke steigen. Und das ist genau, was die wollen. Die wollen, dass sie dann in Schema 17 hineinpassen. Oh, sie waren gewalttätig und sie sind blablabla. Und dann sind sie halt in dieser Schiene, wo sie dann entweder in die Gefängnisse kommen, wo sie dann Eigentum von Psychopathen sind, ja, Objekte, Eigentum von Psychopathen, oder in die Psychiatrie gesteckt werden, wo sie dann wieder Eigentum und Versuchsobjekt von Psychopathen sind. Ja, so ist das System eigentlich aufgebaut. Das heißt, sie müssen jetzt so herangehen, dass sie Journalisten, Richter und Polizeibeamte für Kriminalität dran kriegen. Ja, für Kriminalität, unterlassene Hilfeleistung oder Unterlassung der Hilfestellung, was auch immer, wie auch immer das heißt, ja, auf Deutsch. Whatever. Schauen Sie sich an, was diese Vergehen sind. Und mit diesen Vergehen müssen Sie dann diesen Leuten administrativ immer eins auf die Rübe schlagen. Immer wieder. Und sehr effektiv ist das, wenn Sie in einer Gruppe von 520 Leuten das so machen, dass sie aussehen wie Einzelpersonen. Wenn dann diese Leute denken, oh, ich werde aus 20 Richtungen angegriffen, irgendwo macht das psychologisch schon einen Eindruck. Eine andere Sache, die psychologisch einen Eindruck macht, ist, wenn diese Leute ankommen im Büro und täglich 100 E-Mails bekommen, alles nur über Mikrowellenangriffe. Ja, und deren unterlassene Hilfeleistung. Oder auf Englisch nennt sich das Malfeasance in Public Office, also sozusagen Vergehen im öffentlichen Dienst und so weiter. Und schauen Sie sich mal diese ganzen Gesetzbücher durch und schauen Sie mal, wie viele Vergehen Sie bei Richtern und bei Polizeibeamten finden können. Und fangen Sie an, mal ja ein bisschen Terror zu machen, guten Terror, psychischen Druck auszuüben und zu sagen, das geht so nicht. Ja? Und finden Sie heraus, wie Sie Beschwerde einlegen können, was die Prozesse sind, korrupte Leute zu entfernen. Und fangen Sie an, das System mal zu bearbeiten. Ja? Und natürlich wird dann eine Beschwerde abgeschmettert, aber deshalb müssen Sie in einer Gruppe von 5 Leuten, jeder muss seine eigene Beschwerde einreichen, die kann fast identisch sein, und jeder muss dann individuell dafür kämpfen, dass die eigene Beschwerde weitergeleitet wird. Ja, das ist sehr, sehr effektiv. Aber Sie müssen sich jetzt dran machen. Sie müssen jetzt die Journalisten fertig machen, jetzt die Polizisten und Richter fertig machen, die korrupt sind. Okay? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, ich hatte noch einen Haufen an anderen Links, die ich Ihnen zeigen wollte, aber ich möchte eigentlich das heute nicht länger hinausziehen. Ich habe Ihnen dann über diesen Sputnik-Bericht erzählt. Oh, noch eine Sache, aber das ist leider auf Englisch. Aber Sie können sich vielleicht die Untertitel anschauen. Und zwar eine Sache, die wirklich krass war. Das war der Menschenhandel in den USA, das wurde jetzt herausgefunden oder sozusagen öffentlich gemacht von Journalisten, die verdeckt gehandelt haben oder verdeckt ermittelt haben. Moment, ich zeige Ihnen das mal. Das war jetzt, in England nennt sich das Planned Parenthood, also geplante, wie nennt sich das? Parenthood, das ist halt dieser Zustand, Eltern oder Kinder zu bekommen und dann Eltern zu werden. Also, und das Ganze soll geplant funktionieren. Also man soll nicht irgendwie Kinder bekommen, ja, wie es einem einpasst. Das soll alles geplant sein, wie die Planwirtschaft. Und wenn dann die Kinder, wenn sie dann schwanger werden oder ihre Frau oder Freundin schwanger wird und das ist nicht geplant, dann muss es abgetrieben werden, damit sie das geplant machen können. Ja, wie in der kommunistischen Planwirtschaft, aber in ihrer Familie. Das ist so der Hintergedanke. Obwohl der wirkliche Hintergedanke ist, dass man so viele Kinder wie nur möglich umlegt und ihre Körperteile dann verkauft als Objekte. Okay? Menschenhandel, Organhandel, ja. Darum geht es eigentlich. Und das haben schon sehr viele Leute gesagt. Und sie haben gesagt, dass diese ganzen Abtreibungskliniken nicht so toll sind, weil man damit ungeborenem Leben dann den Gar ausmacht. Und okay, es gibt immer diese Debatte, ja. Was macht man dann bei Vergewaltigungen oder das, ja, die Kondome sind geplatzt in Serie, alle 5 und so weiter, okay. Aber es gibt dann auch irgendwo in diesen 9 Monaten
ein Limit und nach 6 Monaten ist das Kind schon fast fertig, ja. Das heißt, wann ist ein Fötus so klein und unentwickelt, dass man das sogar mit einem Fötus von einem von einem Huhn verwechseln kann? Es gibt ein Stadium, da sieht alles gleich aus. Da kann sie nicht visuell sagen, wird das ein Elefant, ein Huhn oder ein Mensch, ja. Wenn man es da abtreibt, ist es nicht dasselbe, als wenn man ein Kind abtreibt, das einen Tag vor der Geburt steht. Wann wird Abtreibung Mord? Und mittlerweile, ja, wenn man sich dann anschaut, wie die ja abgetriebenen Fötusse aussehen, das sind kleine Personen, kleine Menschen, kleine Babys. Aber das, was dahinter steckt, ist, dass diese Babys voll entwickelte kleine Lebern haben und Augen und Gehirne, an denen man wundervoll Experimente betreiben kann. Und stellen Sie sich vor, ja, wie, das können Sie sich wahrscheinlich überhaupt nicht vorher ausmalen, ja, wenn Sie mit Ihrem normalen Weltbild durch die Gegend laufen, dass Psychopathen so ein System der Abtreibungskliniken oder eine Kette von Abtreibungskliniken vielleicht für Menschenhandel benutzt. Das hätten Sie sich wahrscheinlich niemals ausmalen können, oder? So. Und wenn Sie jetzt mal diese Denkweise nehmen, okay, genau wie dieses System der privaten Radarkontrollen auf der Straße, wo man echt viel Kohle mitmachen kann, da kann man sich ausmalen, dass sich da irgendwann mafiöse Strukturen breit machen werden. Und jetzt überlegen Sie mal so Menschenhandel, so der Handel mit Organen, das ist eigentlich ideal für Psychopathen, weil sie dann unter sich sind. Normale Menschen finden das so grotesk und widerlich, dass sie da wahrscheinlich kein Business aufmachen werden. Das heißt, es gibt keine Mitbewerber. Aber wenn sie jetzt so richtig psychopathisch sind und ihnen Babys komplett scheißegal sind und eigentlich nur Biomasse sind, mit dem man Geld machen kann, ja, dann ist das eigentlich ideal. Und stellen Sie sich vor, jetzt hat sich in den USA herausgestellt, dass diese riesigen Ketten an Abtreibungskliniken genau sowas gemacht haben. Voll psychopathisch. Und jetzt, dieser Bericht, der jetzt erschien, den sehen Sie hier. Und das heißt auf Englisch, also Top Planned Parenthood, das ist halt diese Kette, Planned Parenthood. Der Top Executive, also die Top Geschäftsleiterin, ja, diese Dame hier, also sie ist eigentlich vom Konsortium der Abtreibungsprovider, aber die Executive oder die Geschäftsleiterin sagte, dass der Verkauf von Körperteilen, also von Babykörperteilen, ein valider Austausch sind. Und ein fair amount of income, also ein ziemlich hohes Einkommen generieren können. Okay. Und in dieser Reportage, das waren Journalisten, also verdeckte Journalisten, die dann auf diesen Kongressen aufgetaucht sind und dann diese Geschäftsleiter ausgefragt haben, für wie viel man denn bei Planned Parenthood so eine Leber bekommen könnte und so weiter. Und die Journalisten haben sich dargestellt, als wären sie sozusagen Vermittler zwischen Kunden, die gerne Babylebern kaufen möchten. Und dieser Bericht auf Englisch ist echt der absolute Hammer. Ich glaube, das ist das diese Dame? Ja, ich glaube, diese Dame hier. Sie macht selber auch Abtreibung und dann über so ein Glas Rotwein sagt sie dann ganz cool, ja, also wenn wir so eine Lieferung haben oder so eine Lieferung machen müssen, zum Beispiel für Leber oder je nachdem, woran sie ihre Experimente machen möchten. Und sie sagt dann, wenn ich das vorher weiß, was genau wertvoll ist an diesen Föten, dann, oder Fötussen, was auch immer, dann treibe ich so ab, dass ich nicht die Leber quetsche, sondern da drüber und da drunter. Also sprich, ich bringe das Baby so um, dass wir dann den profitablen Teil der Leber an sie liefern können. Echt heftig, ja? Wenn eine Frau so total cool redet als Frau über das Morden von Babys mit solch einem Profitgedanken und so wirklich absolut cool darüber ist, dann ist das höchstwahrscheinlich eine absolut durchgeknallte Psychopathin. Ja? Echt fucking crazy. So richtig Nazi-Mengele-Style. Ja?
Und wenn sich mal diese Damen anschauen, also vor allem diese blonde Dame hier auch, das ist echt der Hammer. Also Sie sollten das mal vielleicht mit Untertiteln sich mal anschauen. Schauen sich mal die Gesichter an, aber ich war, also überrascht war ich nicht, aber ich war trotzdem schockiert, ja. Und da sehen Sie echt weibliche, eigentlich Serienmörder oder Serienmördermaterial in Action. Wirklich so. Sie können sich mal diese Typen mal anschauen und vor allem auch diese Gesichtsausdrücke, die reden über eigentlich Massenmord, ja, über einen Genozid von Babys. Und für sie ist das, als ja, würde ich über, was weiß ich, den Kauf von neuen Turnschuhen berichten. Das heißt, wenn ich von Psychopathen rede, dann meine ich wirklich Leute mit so einer mentalen Struktur. Und das ist der absolute Hammer, was da läuft. Okay? Und Fazit ist, dass auf diesen Kongressen be besprochen wurde, dass Organhandel komplett in Ordnung ist. Okay, und jetzt können Sie vielleicht sagen, gut, aber das Baby wurde abgetrieben, dann soll es doch für die Forschung benutzt werden. Okay? Okay, das ist eine Meinung, aber jetzt überlegen Sie mal. Vielleicht in Ihrer heilen Welt denken Sie dann, oh, okay, die Mutter hatte dann einfach nicht genug Geld für das kleine Baby, um das großzuziehen und wollte es nicht ins Heim stecken. Und es ist sehr traurig, aber gut, jetzt ist das Baby tot und jetzt müssen wir aber andere Babys retten und deshalb müssen wir halt irgendwelche Versuche in einem total professionellen Forschungslabor machen, die dann einfach nur verzweifelt nach kleinen Lebern suchen, damit sie ihre menschenrettenden, lebenrettenden Experimente machen kann. Das ist das so der heile Weltglaube, ja. Aber die Realität sieht nicht so aus. Und ich sage Ihnen das als jemand, der ein Jahr in der Medizinphysik war und ich war schockiert, was mir da unter eigentlich erzählt wurde, wie Tierversuche gemacht werden. Das war der absolute Hammer, wo ich echt gedacht habe, diese Projekte, die er da durchzieht, ich kann das innerhalb von 2 Minuten beweisen, dass da absolut nur Bullshit rauskommen wird, aber trotzdem bringt ihr dafür 3000 Mäuse um. Das ist einfach nur heftig. Diese eine Maus kennt nur dieses eine Leben, das hat nur dieses eine Leben und ihr steckt das in so ein Apparat und bringt es auf die qualvollste Art und Weise um. Für nichts. Für einen Bullshit-Gedanken, der ganz offensichtlich Schwachsinn ist. So kenne ich die Medizinforschung, ja, in meinem ein Jahr Medizinertechnik oder wie nennt es Medizinphysik, wo ich einen kleinen Einblick gewonnen habe, in Oxford, ja, also nicht die hinterste Ecke. Aus dem Feld bin ich auch sehr schnell raus, aber genauso läuft es auch bei diesen Menschenversuchen, okay? Das sind keine super tollen Experimente, die jetzt Leben retten werden. Meistens ist das absoluter Bullshit. Und am allermeisten ist das Militärforschung. Das heißt, da möchte man nicht lernen, wie man diese kleinen Babys retten kann, wenn sie eine Leberbeschwerde haben. Nein, da möchte man herausfinden, wie man die Babys einer anderen Bevölkerung abtöten kann, damit man selber die Militärherrschaft hat. Okay? Und wenn Sie sich den Anteil der normalen Forschung anschauen, im Vergleich zu dem der Militärforschung, die um vieles höher und um vieles besser bezahlt ist, dann können Sie anhand der einfachen statistischen Wahrscheinlichkeit herausfinden, dass diese Babyteile höchstwahrscheinlich nicht für lebensrettende Forschung benutzt werden, sondern um herauszufinden, wie man Babys so tötet, dass die Mutter nicht begreift, dass das Kind gerade getötet wurde. Zum Beispiel. Oder man forscht an diesen kleinen Kiddies, wie man Gehirnimplantate reinbauen kann, sich selbst zusammenbauende kleine Nanochips, ja, so dass man von Geburt an oder kurz nach der Geburt, nachdem man diese Nanotechnologie initiiert hat, diese kleinen Gehirne mitstrukturieren kann, mitprogrammieren kann, so dass dabei zum Schluss eine höchst autistische, aber sehr nützliche Person dabei herauskommt. Zum Beispiel. Okay. Darum geht es. Und Entschuldigung. Heute bin ich nicht so in Form. Aber Sie müssen sich jetzt wirklich mal diese ganzen Sachen verinnerlichen und eigentlich in System denken. Ja? Und Sie müssen dann, nachdem Sie das verinnerlicht haben, Ihre Mitmenschen, das heißt Ihre Familie, Ihre Freunde,
und ihren Sozialkreis mal darauf aufmerksam machen. Und vor allem in Deutschland habe ich die Erfahrung gemacht, also vor allem Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, dass man eigentlich über unangenehme Dinge nicht irgendwie beim Mittagessen reden kann. Also in Osteuropa habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, da redet man, also man isst wirklich gut und dann hinterher zieht man über all das her, was einem nicht passt. Ja, und man sitzt dann beim Mittagessen 2 Stunden lang und 1 Stunde 45 Minuten davon redet man halt über all die Probleme in der Welt. Okay? Das ist so meine Erfahrung, ja, in den Kreisen, wo ich mich bewege. Und im Vergleich dazu in Deutschland ist das absolut, nicht salonfähig, darüber zu reden. Was, beim Mittagessen reden wir jetzt über die Probleme in der Welt oder was? Das gibt uns gleich, ja, verdirbt uns gleich den Magen. Aber sie müssen irgendwann aus dieser Gehirnwäsche raus und merken, dass sie eigentlich als Deutsche oder Österreicher oder Schweizer eigentlich alle selber souverän sind. Und selber souverän sein heißt selber als Geschäftsleiter für eigentlich die Probleme im Land zuständig sein. Das heißt, sie müssen über alles Bescheid wissen und sie müssen auch selber das Engagement haben, dass sie jetzt nicht darauf warten, dass irgendjemand das für sie löst, sondern dass sie sich irgendwelche wichtigen Probleme mal greifen und das mal selber lösen und selber die Mechanismen mal aufbauen. Und das klingt kompliziert, aber so kompliziert ist das gar nicht. Ja? Sie müssen einfach wieder zurück, dass sie selber so denken, okay, wir alle wohnen irgendwo, wir haben eine Gemeinschaft, die wir kennen, wir haben unsere sozialen Netzwerke und es ist einfach so, dass wir alle, tatsächlich wir alle individuell für unsere Nachbarschaft und unsere sozialen Netzwerke verantwortlich sind. Nicht die Regierung oder die EU, sondern Sie, wenn Sie in einer Gemeinde wohnen oder in einem Stadtteil, dann sind Sie für diesen Stadtteil zuständig. Wenn da Scheiße läuft, dann ist das Ihr Problem, das Sie lösen müssen. Und Sie werden sehr schnell merken, dass die lokale Polizei einen scheiß Dreck machen wird meistens. Nicht immer, wenn es um sehr, wie soll ich sagen, ja, kleine Probleme gibt, dann kann die Polizei echt ganz gut sein. Aber wenn da wirklich heftig was schief läuft, wie zum Beispiel, sie merken irgendwann, dass ihre Gemeinde ständig mit Chemtrails eigentlich berieselt wird, sodass sie, wenn sie morgens ihren Hund spazieren führen, auf einmal so meterlange Nanotech-Fasern überall auf dem Rasen finden. Und sie dachten lange Zeit, boah, ich dachte, das waren alles nur Spinnen. Und irgendwann merken sie, nee, so viele Spinnen gibt's gar nicht. Und das ist irgendwie was anderes. Sie lassen diese ganzen Fasern in einem Labor testen und sie merken, ho, das ist alles synthetische Biologie. Wie kommt das in meine Gemeinde? Wenn Sie damit jetzt zur Polizei gehen, kann ich Ihnen garantieren, die Polizei hat keine Ahnung, was sie machen soll. Weil die Polizei genauso komplett in einen Kinderspielverein verwandelt wurde, wie wir alle in unseren Gemeinden eigentlich verdummt wurden und in kleine Kinder verwandelt wurden. Okay? Aber sie müssen uns herabrieselt oder dass wir das Gefühl haben, dass bei uns tatsächlich irgendwelche Kinder misshandelt werden, dann ist das unser Problem. Dann ist das nicht das Problem der Bundesregierung, ja, weil das ist ein großes Pyramidensystem. Oben sitzen nur Psychopathen und Kriminelle. Das heißt, die werden einen scheiß Dreck tun. Das ist ihr Problem. Und wenn sie in einer Großstadt wohnen, dann denken sie erst einmal an ihren Wohnblock, an ihre Nachbarschaft, an ihren Kreis in der Stadt und dann denken sie an die Stadt. Was läuft da in der Stadt? Und sie müssen die hellen Köpfe finden in ihrer Gemeinde oder in ihrem Stadtkreis, die dann genauso denken, genauso aufgewacht sind und sie müssen mal lernen, wie sie mit anderen, mit ihren Mitmenschen über diese Dinge reden, herausfinden, was jeder denkt und was sie gemeinsam machen können. Das wird echt schwer sein, weil die meisten von ihnen ihre Nachbarn nicht kennen und keine Ahnung haben, wie sie überhaupt daran gehen sollen. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie wirklich als Mensch souverän sein möchten und nicht vom Psychopathen regiert sein möchten, dann müssen Sie das lernen. Und dann merken Sie, hoppla, all die Jahrzehnte, wo ich gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt habe, hätte ich eigentlich herausfinden sollen, wer in meinem Wohnblock oder in meiner Gemeinde wohnt und wer von den Leuten auch mal was auf dem Kasten hat und mal was, ja,
mal was bieten kann. Lösungsansätze, Einsichten, etwas, was uns alle weitertreibt. Und wir alle haben das die letzten zig Jahrzehnte vernachlässigt und wir bezahlen jetzt einen echt hohen Preis dafür, weil wir dann aufwachen irgendwann und merken, hoppla, eine echt gut organisierte Truppe hat uns alle implantiert, echt alle, über unser WLAN mit einer Lockheed Martin Simulation verbunden und sie kontrollieren eigentlich unsere Gedanken und unsere Meinung. Wie ist das denn passiert? Ja? Also, darum geht es. So, ich habe jetzt genug gequasselt. Ihre Hausaufgaben sind jetzt, dass Sie jetzt anfangen, das Ganze mal verinnerlichen, Ihre Denkweise ändern und jetzt mal anfangen, mit Ihren Mitmenschen mal was auf die Beine zu stellen. Und ich sage Ihnen, bei Ihren Mitmenschen werden Sie sehr schnell feststellen, dass ungefähr 1 von 6 sich wie verdammte Stasi-Mitarbeiter benehmen werden. Sie werden subvertiert werden. Da werden Verleumdungskampagnen gestartet und Sie müssen lernen, wie Sie diese Verleumdungskampagnen neutralisieren. Sie müssen herausfinden, wer diese Leute sind, wieso sie nur so eine Scheiße bauen. Und dann müssen Sie dafür sozusagen sich einsetzen, dass alle Staatskonten von der Gemeinde bis oben zur Bundesebene veröffentlicht werden, sodass es niemals wieder möglich ist, dass man ihre Steuergelder für große Stasi-Sabotage- und Bespitzungsprogramme benutzt. Nur wenn jeder von Ihnen ganz genau weiß, wo jeder Cent und jeder Euro in der Gemeinde eigentlich benutzt wird und genau das Gleiche auch auf der Bundesebene machen kann, nur dann können wir diesen Genozid stoppen. Denn diese Genozide werden eigentlich durch schwarze Kassen, durch gestohlene Steuergelder und auch durch Schwarzgeld generiert durch das Bankenkriminalsystem bezahlt. Das heißt, man wird sie mit diesem Falschgeld und mit gestohlenen Steuergeldern umbringen. Okay? So, das ist jetzt ein Fakt. Was machen wir jetzt? Und Sie müssen sich das fragen. Was machen Sie jetzt in Ihrer Gemeinde? Was werden Sie jetzt in 2019 gegen diese verdammten Energiewaffen, gegen die Horde von jungen Müttern und Teenagern und alten perversen Knackern, die als Gangstalker in Ihrer Gemeinde rumlaufen, was werden Sie jetzt dagegen tun? Was haben Sie jetzt vor in 2019? Ich kann das nicht lösen. Die Bundesregierung wird das garantiert nicht lösen, denn die haben das verursacht. Und der Geheimdienst und diese ganzen Antiterror-Truppen werden es auch nicht lösen, weil eigentlich Antiterror eigentlich den Terror betreibt. So, das sind so die Fragen, die sich stellen müssen. Ich habe jetzt wirklich lange genug gequasselt. Also ich verabschiede mich. Ich hoffe, dass ich Ihnen das nächste Mal noch mehr bieten kann, noch mehr Einsichten, noch mehr Denkanreize und noch mehr Informationen. Und wie gesagt, es geht echt auf die Zeit. Das heißt, setzen Sie sich dran, werden Sie schlau und werden Sie aktiv. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.